Hey du, ich habe ein Angebot für dich. Ich will die Gothic Mods zurück. Die hat sich Bisasam unter den Nagel gerissen. Was würde für mich dabei rausspringen? Wenn ich die Mods habe, kriegst du einen Podcast von mir. Und zwar einen verdammt guten. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Das wirst du noch bereuen. Jorgensson wollte dich reinlegen und sich deine Mods unter den Nagel reißen. Aber ich habe ihn der Stadtwache übergeben. Da hast du dich mit einem gefährlichen Mann angelegt. Ich kenne den Mistkerl schon lange. Er war schon immer auf die Gothic Mods scharf. Nimm diesen Podcast als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wir sprechen uns noch! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Wir sprechen uns noch, dem Gothic und Piranha Bytes Podcast, zusammen mit dem ehrenwertesten, der absolut ehrenwertesten Kurgason. Hallo, ich grüße euch und natürlich auch mit dem wohlbekannten und wohlernährten, warum auch Ich bin Jorga. Ja, und wir haben heute einen Special Guest dabei. Und ich würde sagen, ja, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier? Hi. Ja, ich dachte mir, ich schau mal vorbei. Ich bin Bisasam aus dem World of Gothic Forum. Ich habe schon diverse Mods rausgebracht, wie zum Beispiel Fletchers Rache, Gefallene Engel und von Hexerei und Zauberei. Meine Mods, also ich bin Modder natürlich für Gothic 1 und Gothic 2. Und ich fokussiere mich vor allem auf Features. Ich stehe total drauf, neue Features zu machen. Ich habe das Hexereisystem aus Harry Potter eingebaut in eine meiner Mods und in der anderen habe ich dafür gesorgt, dass Fletcher in Gothic 2 noch lebt und dann seinen Posten zurückkriegt mit allen möglichen Ausgängen, je nachdem, was auszudenken und umzusetzen und bin da auch ziemlich aktiv. Ja, und meine Mods sind im Moment halt die Legende der Amazonenreihe. Da habe ich auch schon mal eine kleine Präsentation zu gemacht. Ja, an der Stelle schon mal ein Shoutout an die Leute aus dem TUS, aus dem World of Gothic Forum. Die wollten hier gegrüßt werden, damit sie nicht weinen müssen, ne? Grüße, Grüße. Ja, und ich würde sagen, dann kann ich auch direkt schon mal einsteigen mit einem kleinen Thema, was ich quasi schon mal in den Podcast einbringen möchte. Und zwar, kennt ihr zufälligerweise Gothtrek? Habt ihr da schon mal was von gehört? Eine Star Trek-Verarschung mit Gothic-Sprüchen. Nee. Ist das nicht auch von Dark Bower? Es ist von Dark Bower. Hast du das schon mal von gehört? Ja, weil ich habe ja selber ganz viele Gothic-Sprachfallvideos gemacht und dann guckt man ja auch so, was es schon gibt. Und ich meine, diese ganzen alten Videos, die es dazu gab, und Dark Bower hat ja auch einige gemacht, da habe ich mich ja auch von inspirieren lassen, warum ich das überhaupt versucht habe. Also so kam ich ja auch da. Ich habe die Sprachnachrichten, die Sprachfalls-Videos, die alten angehört und dachte so, wow, das gefällt mir, ich will auch so Videos machen. Also das war der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe. Und da gehört Dark Bower halt auch dazu und seine Videos auch. Ich bin zwar jetzt kein Star Trek-Kenner oder Freund oder so, aber ich fand es sehr unterhaltsam. Mit Kurgas hast du nie davon gehört? Nee, ich habe weder den Namen Dark Bower schon mal gehört, noch von dem Ist das Gothic. nicht einer der Haupt irgendwie Mods von World of Gothic? Hallo? Mein Internet hat gerade Probleme. Könntest du die Frage wiederholen? Ist das nicht einer von World of Gothic, also von den Mods da? Er ist Von der Moderator Moderatorin? im Forum. Aber welches war das noch? Ich glaube, das war das Elex-Forum oder das Risen-Forum. Vielleicht auch beide, ja. Also er ist auf jeden Fall Moderator da. Aber ich kenne ihn halt vor allem aus dem TUS. Okay. Ja, und ansonsten. Er hat, glaube ich, auch die Werbungen gemacht von Edeka, also von wegen die Edeka-Werbung genommen und da Gothic-Sprüche drüber gelegt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ja, Also doch, das habe ich Edeka, auch wir gesehen. lieben Ich kenne Diego. das. Das habe ich nicht gesehen, aber es klingt mega geil. Es muss da Ja, manchmal das mal müsst ihr euch googeln. mal reinziehen, ey. Diego beim Edeka, das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Super lustig. Aber es gibt halt wirklich viele, die solche Sprachfallvideos gemacht haben. Ich bin halt jemand, der jetzt das in den letzten Jahr viel gemacht hat, ne? Und momentan habe ich mich auch so ein bisschen davon wieder distanziert, einfach weil ich so viele davon gemacht habe. Aber das hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Ja, und ich habe auch gesehen, dass es schon vor 8 Jahren waren, glaube ich, die ersten da oder so, oder vor 12 sogar. Also es ist schon. Ich kenne zum Beispiel diese Game of Thrones Synchros mit den Gothic-Sprachfiles oder so ein paar Herr der Ringe.
Dinger zum Beispiel, aber ich weiß nicht, von wem die jetzt gerade auf Anhieb sind, aber... Von mir auch. Nee, es waren auf jeden Fall keine von dir, die ich gesehen hatte, aber... Ja, deine kenne ich natürlich auch, ne, ist klar, aber es gibt auch viele, die ich kenne, von denen ich nicht weiß, von wem es gerade sind. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer die Game of Thrones Sachen gemacht hat. Aber es gibt auf jeden Fall so 5 bis 10 Leute, die auf jeden Fall schon Gothic Sprachfalls auf YouTube hochgeladen haben. Mindestens, ja. Ja. Aber ich meine, mittlerweile habe ich sogar am meisten gemacht von allen. Das ist, ich bin da irgendwie, dann war ich so fasziniert davon, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, die ganzen Sprachfalls zu hören. Und die überall in irgendwelche Formate, in die Filme reinzupacken, weil teilweise, also ich habe ja auch viele von Game of Thrones gemacht und ich finde zum Beispiel die Stimme von Christian Bewerker, so die Heldenstimme, passt perfekt zu Tyrion Lannister. Ja, Mann. Ich weiß nicht, das hat so gut gepasst, das hat richtig harmoniert irgendwie, also, ja. Du hast mal einen Sprachfall gemacht, habe ich mich bald bepisst vor Lachen. Das war, das muss ich jetzt kurz raussuchen und das hier mal kurz im Podcast an die Zuhörerschaft empfehlen. Vielleicht gibt es ja einige, die das noch nicht kennen. Und zwar war das, warte, ich muss kurz die Playlist finden. Redet mal weiter, ich suche das mal schnell raus. Reden, Sätze bilden. Ja. Wie wär's, wenn du schon mal mit dem ersten Kommentar anfängst, Lorenzen? Ja, das ist eine gute Idee. Das können wir machen. Kalle hat geschrieben, super Folge, wie immer weiter so. Hätte auch mal ein paar Fragen, die ihr gerne mal behandeln könnt, wenn ihr Zeit habt. Gibt es auch zum 100. Mal zocken immer noch einen bestimmten Dialog oder ähnliches, der euch zum Lachen bringt? Also ich habe jetzt gerade mit Gothic 2 Classic angefangen und ich habe das ja nie gespielt, die Classic-Variante, und bin... von so vielen Dialogfetzen total fasziniert und überrascht, weil ich die einfach noch nicht kenne. Und da sitze ich immer da so mit so einem ganz breiten Grinsen und da muss ich auch manchmal echt schmunzeln. Auf Anhieb habe ich jetzt leider kein Beispiel. Aber was ich zum Beispiel mal probiert habe, ist, ich bin mit der Bauernkleidung direkt am Anfang bei Kanta gewesen und der hat mich halt nicht mit seinem schmierigen Auftrag da voll gesülzt. Und ich habe mich da so drüber gefreut, dass das geklappt hat. Und deshalb, ich freue mich jetzt schon auf den Spieldurchlauf, weil ich bin mir sicher, dass es viele Dialoge gibt, die ich nicht kenne, wo ich lachen muss. Ja, sehr gut. Und bei dir, Bisasam, wie ist es? In Gothic 2 gibt es 2. Einmal den mit Thekla, wo der Held fragt, ob er den Top auslecken darf. Ja, das kommt so richtig aus, damit kann ich den Top auslecken jetzt hören. Ja, und dann noch den mit Laris. Ich finde es jedes Mal schön, wenn da dieser Level-Up-Sound kommt, wenn Laris mich anquatscht, weil ich ungefragt in die Stadt bin. Oh, das ist toll. Das gibt mir jedes Mal ein Grinsen aufs Gesicht. Und in Gothic 1... da ist es wohl der Keil-Dialog. Rennt nicht durch meine Hütte. Das ist eigentlich so der Klassiker. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja? Also bei mir gibt es halt sehr viele. Ich könnte jetzt wahrscheinlich etliche aufzählen. Aber manchmal sind es auch gerade diese belanglosen Dinge, wie zum Beispiel, du gehst in Gothic 2 zur Stadtwache, zur Miliz beim ersten Tor und dann kommst du noch mal einen Schritt näher und er sagt, werd mal nicht ulkig, sonst hack ich dich in Stücke. Weißt du, dieses Rohe, ich muss mich da immer so kaputt lachen. Oder auch einfach diese Art vom Helden, auch dann der nächste Milizsoldat 2 Meter weiter, weißt du, da ist das Warenlager darf nicht betreten werden. Und der Held fragt einfach, warum darf das Warenlager nicht? Das ist so dumm. Aber irgendwie, das ist genau meine Art von Humor, weil er einfach so freche, dumme Fragen stellt und das macht er ja ständig. Ja. Entschuldigung, ich finde das so geil, wie du das gerade vorgetragen hast. Das Warenlager darf nicht mit dem Warum. Das sagt er ja genauso. Er sagt ja, warum darf das Warenlager nicht betreten werden? Oh, da fällt mir gerade eine Stelle ein, die ich auch super lustig fand. Wenn man bei Vatras jedes Mal Scheiße erzählt, wenn er so wissen will, was denn jetzt die Mission ist, dann ist er irgendwann so angepisst. Das ist so witzig. Die ganze Zeit sagt man, ich bin ein Abenteurer aus dem Süden. So, du bist also ein Abenteurer. Das ist so genial. Ja, stimmt. Also er weiß genau, dass man lügt und ist so richtig genervt von allem. Er wird immer genervt, das ist richtig cool. Ja, das macht er aber auch, wenn es wirklich eine wahre Antwort ist. Da ist er trotzdem angepisst, weil es ja von die ganze Zeit im Kreis geht. Ich habe, mir fällt aber auch tatsächlich noch ein Dialog ein, den ich immer sehr witzig finde. Und zwar, wenn man in Gothic 1 das erste Mal zum alten Lager kommt und da ist halt diese Torwache, die einen fragt so, ob der hier Ärger machen will. Und dann sagt er halt so, ja klar, ich hatte eigentlich vor, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Und dann sagt er mal so, ein witziger Kerl, ich mag keine witzigen Kerle. Ja, das fand ich aber auch super. Ich habe übrigens das Sprachfallvideo gefunden, von dem ich gerade gesprochen habe. Und zwar ist das Video, bei dir würde ich sagen, von Heat.
dieses Sprachfallsvideo. Und ich habe mich da so beäumelt, weil du da so einen Teil reingeschnitten hast. Ich will es nicht verraten. Guckt euch einfach an, das Video. Ich denke, ich werde den Link in die Videobeschreibung packen. Ich fand das so witzig, wirklich. Also ja, vor allem Robert De Niro habe ich halt die Stimme von Greg gegeben. Und das harmoniert auch irgendwie voll gut. Ich weiß auch nicht. So pures Gold, witzig, Mann. Ja, das musste ich jetzt raussuchen, weil sonst hätte ich heute Nacht nicht ruhig schlafen können. Sehr gut. Okay, die nächste Frage, die hatten wir schon mal, aber dieser Samen könnte sie eigentlich nochmal beantworten. Es geht einfach darum, wenn du die Barriere geworfen worden wärst, wärst dann welchem Lager hättest du dich angeschlossen oder wärst du vielleicht sogar Butler geblieben? Also wir haben das ja letzten Mal in einer Folge schon besprochen, weißt du noch? Ja. Ja. Ja, das Problem ist halt, ich bin eine Frau. Das heißt, es ist dann schon ein bisschen schwieriger. Es sei denn, wir gehen jetzt von einer Barriere aus, die nicht sexistisch ist, in dem Sinne, wie wir sie vorfinden. Aber wenn wir von der Barriere ausgehen, wie sie ist, dann würde ich sagen, ab in die Berge, ich gehe dann mal. Weil dann ist eigentlich keins von denen besonders gut. Ich meine, vielleicht das neue Lager, vielleicht nehme ich die Wassermagier in Schutz, aber zu Goms würde ich auf gar keinen Fall gehen, weil der ist Arschloch mit 13. Und ja, Sumpflager, die kiffen mir ein bisschen zu viel. Ja, also wahrscheinlich würde es dann am ehesten noch aufs neue Lager rauslaufen. Wobei ich glaube, das neue Lager ist eher eine schlechte Wahl, weil da die ganzen Banditen und so, die haben ja gar keine Gesetze. Wahrscheinlich sind die noch die Ersten, die sich an Frauen vergreifen, wenn sie könnten. Weil die sehen ja gar keine Frauen. Wenn die Wassermagier zuerst eingreifen, komme ich vielleicht nicht davon. Ja. Ich muss nur schnell genug sein. Ja, du müsstest da, aber ganz ehrlich, ich finde den Plan eigentlich so einen auf Eremiten zu machen an deiner Stelle ist wahrscheinlich wirklich gar nicht so unklug, weil du kannst halt, es gibt ja trotzdem immer noch ehrbare Leute in der Kolonie. Jetzt, wenn man zum Beispiel mal, also ich würde sagen, Aidan oder Cavalorn, vor allem der Cavalorn aus Gothic 2, der ist halt so vom Charakter her, das ist ein guter. Ja, und ich glaube, mit dem könnte man sich auch unterhalten, auch als Frau, und vielleicht auch dort erstmal Unterschlupf finden, bis man irgendwie geeignete Ausrüstung hat, um dann wirklich selbstständig auf eigene Faust zu überleben. So. Ja, ich meine, der ist ja auch Bogner. Das heißt, ich könnte das Bogenschießen von ihm lernen und dann selbstständig werden und mich irgendwo niederlassen genau. Und die ganze Zeit Scavenger jagen. Genau, ja. Das ist eigentlich gar nicht so abwegig. Und eigentlich ist eigentlich die Höhle, die der da hinten hat, mit der Tür, die Befestigung aus dem alten Orkkrieg, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Versteck, ne? Ja. So vorübergehend. Weil da geht ja kein Schwein rein, das sind ja Morgwets vor. Molerats. Also, oder habt ihr euch auch schon drüber unterhalten? Entschuldigung? Was? Nee, ob Molerats oder Molerats? weiß ja, ich sag immer Molerats. Mit wem habe ich mich denn da neulich noch drüber unterhalten? Das war doch im Stream. War das im Stream? Ja. Ich meine, es wäre im Twitch-Stream gewesen. Und in Gothic 1 gibt es hundertprozentig oben auf der Ebene im Tutorial-Gebiet eine Molerat, die heißt Junge Molerat, feminin. 100%. Könnt ihr euch gerne nochmal ansehen, wenn ihr das wollt. Das heißt, Molerats sind definitiv erstens feminin und zweitens, ja. Gut, ob das jetzt Molerat oder Molerat ausgesprochen wird, das sind ja eigentlich Nacktmols, ne? Das heißt Molerat. Ja, eigentlich schon, ja. Na, Hauptsache, ihr sagt nicht Skavosure. Ja. Wer sagt das denn? Sagt Skavenger, aber manchmal. Das sagt Zuben 2. Das ist immer wieder lustig. Geil. Ja, Skavenger ist halt so ein Insider von Merlin, so den. Aber ich habe das auch unabhängig von ihm gesagt. Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich meine, mein Bruder hat das auch immer so gesagt. Also vielleicht haben das viele so gedacht, ja, dass es früher so heißt, weil viele in einem jungen Alter vielleicht noch gar keinen Englischunterricht hatten und das so gelesen haben, wie es halt da stand. So. Also, ich werde nie vergessen, aber das Witzigste war bei Gothic 3 damals, mein bester Kumpel, der hat Gothic 1 und 2 nicht gespielt, hat Gothic 3 dann gespielt und war bei Khabdun da unten in der Höhle und dann, oder bei Redok in der Höhle. Und meinte so, boah, da war eine weiße Spinne, die hieß Minnegrovler. Also, das. Da gehen Grüße raus an dich, Robin. Das ist mega cool. Okay, das war genial. Das ist super cool. Minnegrovler. Ja. Grovler. Kravler. Grovler. Ja. So, dann ich mach mal weiter mit der nächsten Frage. Okay, ja. Hättet ihr Mumm, Widerstand zu leisten oder würdet ihr euch den Orks unterordnen, jetzt auf Gothic 3 bezogen? Ich finde, die Frage ist gar nicht so einfach, wenn man sich mal überlegt, man ist jetzt ein normaler Bürger oder ein Bauer oder so und hat jetzt keine Kampferfahrung und dann kommt der Krieg mit den Orks und du wirst halt quasi gezwungen, deinen Hof, dein Land zu verlassen, wenn die Orks kommen, du ordnest dich unter, du wirst versklavt oder du musst halt für die arbeiten, sie sind die neuen Lehnsherren.
Also man trifft ja unterschiedliche Charaktere in Gothic, die sagen, ja, das ist für mich in Ordnung, ich arbeite für sie, egal wer hier der Herrscher ist, ich habe meinen Hof, ich behalte, ich gehe nicht von zu Hause weg. Oder es gibt die Leute, die sagen, nee, ich akzeptiere das nicht, dass die Orks jetzt hier die Herrscher sind und gehen halt zu den Rebellen. Also und dann gibt es ja noch so Extremfälle wie dieser Thorn, dieser verrückte Druide, der diesen ganzen Hof bei Treles verwüstet hat und alle Bauern umgebracht hat, weil sie eben für die Orks gearbeitet haben. Sowas gibt es ja auch, also Bedrohung auch nochmal von einer anderen Ecke, ne? Also, das ist, ich finde, es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gerade wenn man Familie hat, also in Gothic 3 gibt es ja so keine Kinder, aber gerade wenn man jetzt Familie hat und ich weiß nicht, vielleicht würde man sich dann sogar doch eher unterordnen, als jetzt seine Familie mit zu den Rebellen zu nehmen. Ob das so ein guter Ort ist, da aufzuwachsen, weiß ich nicht. Ich frage mich auch, mit welcher Ausrüstung man da reingehen soll. Ich meine, ist man gut ausgerüstet oder ist man wirklich nur so ein Bauer, der nichts hat außer einer Mistgabel? Je nachdem könnte man andere Möglichkeiten. Vor allem nicht jeder. Oh, sorry. Naja, ich wollte. Ja, der Punkt gerade nochmal, ne, mit den Voraussetzungen. Also, angenommen, meine Familie wäre jetzt nicht mehr existent, weil sie halt im Krieg gestorben ist oder so, dann würde ich definitiv zu den Rebellen gehen. Jetzt nicht vielleicht aus Rachegründen, sondern einfach, weil ich würde wollen, dass sie nicht sinnlos gestorben sind, einfach so. Und würde dann bei den Rebellen versuchen, meinen Weg zu finden. Wenn ich jetzt aber durch Familie oder durch andere Bedingungen einfach gebunden bin an irgendeinen Ort und den ich einfach so verlassen kann und die Orks jetzt einfach da herrschen, ja, dann würde ich mich halt wahrscheinlich auch unterordnen. Vielleicht widerwillig, aber ich würde es wahrscheinlich erstmal tun, bis ich eine bessere Möglichkeit sehe. Ja. Habt ihr noch was zu sagen? Ich würde mich wahrscheinlich wieder absetzen. Jedes Mal raushalten aus diesem Konflikt. Weg, tschüss. Habt ihr Ausrüstung, nehme ich weg hier. Ist vielleicht gar nicht so dumm, ne? Wenn man einfach sagt, weißt du was, ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich nehme das, was ich zum Überleben brauche, lebe in der Wildnis, schließe mich vielleicht irgendwie so einem Jäger an oder so, aber macht sich nicht abhängig von jemandem. Ne? Also, das ist wahrscheinlich das Schlauste, was man machen kann in so einer Situation. Weil auch die Rebellenlager können angegriffen werden und dann sitzt man da, dann trifft man da auch neue Kontakte, hat wieder eine Zugehörigkeit und will das ja auch nicht verlieren. Und wenn, ich weiß nicht, stell mal vor, man verliert seine Familie und dann wird noch das Rebellenlager ausgelöscht. Also man hat ja auch dann emotional total darunter zu leiden die ganze Zeit. Und dann sich nochmal aufzuraffen, wenn man ganz halt alleine ist und fernab vom Krieg, dann hat man es, glaube ich, einfacher. Ja gut, aber du musst halt überlegen, wenn du dich jetzt absetzt irgendwo in die Wälder oder so und da dein Eremiten-Life da lebst, ja. Was machst du, wenn jetzt eine Ork-Patrouille kommt und die sammeln dich einfach ein? Weglaufen. Ja, also alleine bist du tatsächlich beweglicher. Du kannst die sehen, du kannst sie sofort hören, es gibt kein Gelaber um dich rum und du kannst sofort abhauen. Und Orks sind auch, glaube ich, nicht so schnell wie Menschen, ne? Also ich schätze mal, weil die größer und stämmiger sind. Also ich glaube, man könnte schon weglaufen. Ja, die schießen dir drei Bolzen hinterher und im Zweifelsfall stirbst du einfach. Ja klar, aber gerade im Wald oder so, da hast du auch immer Bäume zum Schutz und Büsche, da kannst du vielleicht verstecken. Also Orks sind ja auch relativ laut, wenn sie da, Moros hat man nichts als Ärger durch den Wald laufen. Und dann, ja, und die scheppern ja auch vor sich hin. Aber das kann ja trotzdem immer mal passieren. So. Klar, du kannst zwar ein paar Mal abrauen vielleicht, so, aber irgendwann wird halt vielleicht der Tag kommen, wo du unachtsam bist und dann wirst du einfach eingesammelt. Was machst du dann? Also ja, dann bist du halt ein Sklave der Orks. Dann hast du das Leben in Anführungsstrichen gewählt, was du eigentlich nicht wählen wolltest. Und bist du halt bei den Orks. Okay, aber würdest du dich mit der Situation abfinden oder würdest du auf kurz oder lang versuchen, wieder abzuhauen? Letzteres, ganz klar. Okay, ja. Ja. Ja, okay. Machen wir mal weiter. Ich weiß nicht, wie ich das sehe. Ja, ich würde es auch so sehen. Also. Ja. Aber ich mache jetzt trotzdem mal weiter, weil das sind ja nur Unterfragen von einem Kommentar. Also wir kommen sonst nie weiter hier. Glaubt ihr, Piranha Bytes hätte jemals wieder Lust, etwas Gothic-artiges zu machen? Oder denkt ihr, es wird vorerst Richtung Elix gehen? Also, naja, ich will erstmal eure Meinung dazu hören. Ich glaube ja tatsächlich, also du hast ja auch letztes Mal da deine Theorie aufgestellt, dass vielleicht gar nicht ein Elex 2 kommt. Ich glaube, es wird Elex 2 kommen und ich meine sogar, es wird ein Elex 3 kommen danach auch, aber vielleicht machen sie dann wieder was Mittelalterliches, Fantasy-mäßiges so in Richtung Gothic. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich glaube ja, das Leben ist ein Kreislauf und das heißt, sie haben mit Gothic angefangen und irgendwann werden sie da auch wieder enden. Also das ist jetzt halt eine doofe Frage, weil ich halt befangen bin. Deshalb würde ich dazu jetzt einfach mal mich raushalten. Okay, dann mache ich direkt weiter mit der nächsten Frage. Denkt ihr, dass Dämonenbeschwörer wie Xalas immer Einzelgänger bzw. abtrünnige Feuer- oder Wassermagier sind oder könntet ihr euch auch vorstellen, dass diese auch in einer Gilde, also dass die sich auch in einer Gilde organisieren könnten? Ja, ich denke schon.
Also, wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ich sage so, es gibt ja so Mods wie zum Beispiel Xeris Rückkehr oder so. Da gibt es ja eine ganze Burg voller Belia-Kultisten und Belia-Diener und Dämonenbeschwörer und Krieger. Also ich meine, warum... Ich meine, gut, im Falle von Gothic gibt es halt nur diesen einen Dämonenbeschwörer. Ja, ich meine, aber es gibt halt Assassinen-Schwarzmagier auch noch, wie Zuben und so, ne? Ja, stimmt, hast recht. Also so gesehen gibt es das ja auch schon. Mhm. Aber wenn man es jetzt vielleicht auf Gothic 1 oder 2 sieht, dann wäre Xardas vielleicht zwar erstmal alleine, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass er Leute unterrichtet oder halt aufnimmt oder halt einen kleinen Kreis von Dienern um sich herum schart, die dann für ihn arbeiten, aber keine Zombies sind, sondern halt Menschen. Ich finde es sogar logischer, wenn es wirklich so Kultisten geben würde, die Belia dienen und dass das eine eigene Gilde wäre, weil warum sollten die Feuermagier bringen einen ja auch sowas wie Dämonen beschwören, Skelett beschwören und sowas bei? Und das finde ich ganz merkwürdig, dass sie es tun. Oder so wie die Todeswelle oder so. Das sollten sie einem ja gar nicht lehren. Das sollte vielleicht ein Pyroka beherrschen, weil er einfach so krass ist, aber er sollte es vielleicht nicht anderen Magiern, Feuermagiern, sag ich mal, die Innos gefällig sein wollen, das beibringen. Ne? Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber ich finde, es wird schon Sinn machen, wenn die auch eine eigene Gilde hätten. Ja, stimmt. Aber ich sag mal so, es kann ja eigentlich nur Karras, also wenn man jetzt Gothic 2 nimmt, dann kann das ja nur Karras, diese Spezialisierung auf die sphärische Manifestation, wie er selber sagt. Es ist ja trotzdem gut, auch das Wissen seines Feindes zu benutzen, um vielleicht auch in dem Fall Feuer mit Feuer zu bekämpfen, weil wenn du weißt, wie dein Feind tickt, und was er für Kräfte hat und du lernst die selber zu nutzen, um deinen Feind besser in die Schranken zu weisen oder besser zu kennen, dann finde ich das taktisch eigentlich sogar klug. Ja, ich meine ja, dass sie es beherrschen, ist eine Sache, aber dass sie es dann auch weiter lehren, finde ich irgendwie so ein bisschen fragwürdig, weil Todeswelle und so, das sind ja eigentlich nur Zauber, die man wirklich, klar, man kann sie fürs Gute benutzen, ne? Und Magier sind ja Innos treu, in der Regel. Deswegen könnten sie, wie du sagst, auch die Waffen des Feindes gegen den Feind benutzen. Das macht schon irgendwo Sinn. Aber ich finde es trotzdem eher so, die sollten sich eigentlich, man könnte ja auch einen Golem beschwören, ne? Reicht ja auch. Warum muss es denn noch der Dämon sein, ne? So. Ja. Aber das sind ja vielleicht aus gutem Grund ja nur Kreis 6 Zauber oder Kreis 5 Zauber, damit es eben nicht jeder Dulli drauf hat. Ja, aber Skelett beschwören ist auch schon Untotenmagie oder Goblin-Skelett beschwören ist Kreis 1. Es ist auch schon Untote, die. Ah, okay. Ne? Also, das zieht sich halt so ein bisschen durch. Ne? Vielleicht ist da auch gar nicht, vielleicht macht man sich auch einfach zu viel Gedanken darüber. Ich glaube, ihr lasst da eine Sache ganz klar außer Acht, und zwar, dass die Prüfung des Feuers da immer noch drin steht. Das heißt, nicht jeder Dulli wird Feuermagier. Das heißt, die haben schon mal bewiesen, dass sie vertrauenswürdig sind, und deswegen kann man es ihnen beibringen. Das ist schon eine exklusive Prüfung. Na klar, ihr werdet ständig Feuermagier in euren Let's Plays, aber eigentlich ist es was Besonderes in der Gothic-Welt, und deswegen ist es logisch, dass sie dann unter diesen besonderen Leuten ihr Wissen verbreiten. Ja, für doch, stimmt. Doch, da hast du recht, weil der Held, der wird ja nach 2-3 Tagen schon Feuermagier. Das passiert ja normalerweise. Ja, genau, normalerweise nicht, ne? Dauert das Jahre. Ja, richtig. Da sind ja Leute wie Opulus, die da seit 5 Jahren irgendwie auf Schafe aufpassen oder so, ne? Oder 2, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja. Ja, und die Sache ist ja, dadurch, dass, wie gesagt, ne, Kreis 5, Kreis 6, das sind ja auch nochmal so Ränge, die ja auch nicht jeder Feuermagier erreicht. Also die meisten werden wahrscheinlich so eher so Kreis 4 und dann ist halt Schluss. Wenn man jetzt mal so diese ganzen Sprüche hernimmt, wenn man Kreis 5 und Kreis 6 in Gothic 1 lernt. Ne, also wenn man mal überlegt, die ganzen Feuermagier in Gothic 1, die sind ja maximal nur Kreis 5. So, die können ja gar nicht bis in Kreis 6, weil Kuristo denen das ja gar nicht beibringen kann. Kuristo lernt lustigerweise nur bis Kreis 4. Das stimmt, ja. Ja. Achso, ja. Dann sogar bloß Kreis 4, Sister. Ja, der oberste Feuermagier in der Barriere, Kreis 4. Das ja, aber war's. Der war ja auch nicht immer der oberste Feuermagier, muss man ja auch stimmt, bedenken. Ja, stimmt, vorher war es aber der war halt schon ein paar Jährchen trotzdem oberster Feuermagier. Kann er nicht den 5. Kreis irgendwie lernen selber? Das kann irgendwie nur Saturas. Hat er die Aufzeichnung verloren. Die Wassermagier rücken hier nicht raus. Ja. Ey, ist gar nicht so abwegig eigentlich. Ja, eigentlich könnten die echt beklaut haben und deswegen gibt's auch keinen Runentisch weit und breit. Mhm, stimmt. Aber wir gehen jetzt schon wieder vom Thema weg und ich will die Fragen durcharbeiten. Also, wir können gerne in Zukunft da nochmal drüber reden und einen Special Runen- und Zauber-Podcast machen. Oh. Das wäre doch mal was. Das wäre mal was. Hier hat er noch gefragt, was sind die für euch die wesentlichen Unterschiede zwischen Xardas und den Schwarzmagiern in Varrant? Boah, das ist so eine Frage, da muss ich erstmal 3 Minuten drüber nachdenken. Xardas ist jemand, der hat die Dämonenbeschwörung deswegen gelernt, um ein Mittel gegen die Barriere zu finden. Hm. Die Schwarzmagier in Varrant sind deswegen um Lernen, um ihre Feinde, die Paladine, hinten in Lyrtana zu besiegen. Also es gibt einen ganz anderen Beweggrund.
Ja, also Xardas macht's mehr für sich und sein Wissen will er erweitern, um für seine eigenen Ziele. Und sie, die Schwarzmagier, denke ich, wollen auch so Belia gefällig sein und für Belia das machen. Also für Belia machen sie es in erster Linie und wollen Belias Macht nutzen, um für Belias Volk und für ihn einzustehen. Und Xardas denkt sich so, ja, ich nutze Belias Magie, um das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Ja, also ich glaube, wenn man diese primitiveren Motive der Schwarzmagier sieht, dann ist das wirklich der Hauptunterschied. Ja. Ja, sehe ich auch so. Ja. Jetzt bin ich gerade verwirrt hier mit der nächsten Frage. Ich überspringe die mal einfach. Hans Günther fragt, wie würdet ihr eine Koop-Mod für Gothic 1 und 2 finden? Ich fürchte, ich verstehe die Frage nicht. Also du kannst mit einem anderen Spieler, wir beide können jetzt zusammen Gothic spielen. Ach, Koop, ja. Nicht, ja, verstehe. Two-Player-Game. Ja, ja, das ist richtig. Also wenn man es gut umsetzt, warum nicht? Ich fände es geil tatsächlich. Ja. Stell mal vor, der eine könnte, so man würde sich am Anfang, der eine könnte den Helden spielen und der andere könnte, was weiß ich, Lester oder so spielen. Ich yes. meine, wenn man mal überlegt, Gothic 1 war ja ursprünglich mal darauf Stimmt. ausgelegt, dass man es zu viert spielt, ne? Aber das hat man ja dann kurz vor knapp nochmal über den Haufen geworfen. Ja. Pisa, was ist dein Statement dazu? Wäre sowas umsetzbar? Könnte man sowas machen? Also ich meine, den GMP gibt's ja schon und man müsste dann eigentlich nur noch umsetzen die ganze Story aus Gothic. Also tatsächlich könnte man den GMP als Grundlage nutzen, um das umzusetzen. Es ist technisch möglich. Ich glaube, es gibt es auch schon. Ich meine, die russische oder polnische Community, die ist da schon seit Jahren da. Ich meine, ich habe schon mal so Videos gesehen, bei Gothic 1, 2 und 3 sogar. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, ich habe irgendwann mal solche Videos gesehen. Also ich fände es schon ganz cool, wenn man das tatsächlich machen könnte. Da könnte man zusammen den Schläfertempel ausräumen. Aber ich würde das nicht so machen, dass jemand Lester steuert. Die NPCs sollten bleiben, wie sie sind, aber dann gibt es halt zwei Helden. Ja. Außerdem aber könnte Lester dann nicht das Kapitel starten. Die namenlosen Zwillingsbrüder. Ja, genau. Ja. Der eine nennt sich Pupsknoten und der andere nennt sich Wuschelwuschel. Vor allen Dingen wäre das witzig, wenn dann im Gespräch der eine einfach mal so, ja, so sehe ich auch so, einfach so steht da daneben, sagt der eine, ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Stein gelegen. Ja, ich auch. Ja. Der sagt einfach gar nichts, der zweite, der pflichtet dem ersten immer nur bei. Ja. Ja, die Frage ist dann auch noch, ob jeder seine eigenen Dialoge führt oder ob der einfach joinen und zusammen quasi einer ist der Hauptcharakter, der quasi sich einklingt bei einem NPC und der andere ist einfach nur, ich gehe mal in diesen Trialog rein. Ja. Ich weiß nicht, wie das technisch jetzt am besten wäre. Weil je nachdem, welche Entscheidungen die treffen wollen, wenn sie beide ins alte Lager wollen, dann ist ja gar kein Problem. Aber wenn einer ins neue will und der andere ins alte, dann hast du ein Problem. Ja, vor allen Dingen könnte man ja theoretisch die Quests auch klauen bei einem anderen. Dann, ja, richtig. Ja. Das wäre aber irgendwie auch witzig. Stell dir mal vor, man könnte zu zweit spielen. Der eine geht direkt ins neue Lager, der andere geht direkt ins alte Lager. Und dann hat man so die Hälfte der Erfahrungspunkte und freut sich dann so, wenn man noch Gegner sieht, weil der andere könnte sie ja schon getötet haben. Also, dass man wie so ein Server nur für zwei Leute hat quasi. Wo man quasi so einen Wettlauf macht. Wer kriegt die mehr Erfahrung? Wer ist am Ende stärker? Also, dann schon Modi einbauen. Einmal quasi, dass man sowieso als Gruppe die Erfahrungspunkte komplett bekommt, egal ob man dabei ist oder nicht. Und dann einmal in Konkurrenzmodus. Das wäre so geil für ein Let's Play. Das wäre so geil für ein Let's Play. Weißt du, wir beide stehen am Austauschplatz so, alles klar, das war Diego, jetzt sind wir auf uns allein gestellt und jetzt müssen wir das Spiel durchspielen. Wer mehr bis zum Schläfer mehr Erfahrungspunkte gesammelt hat, hat einfach fucking gewonnen. So. Und dann aber mit PvP noch. Dann schubst man sich gegenseitig da direkt die erste Klippe runter. Ja, Mann. Da hat man einen Zeitvorsprung, super. Weil da gibt es auch nur ein einziges Ulumulu. Boah, das wäre. Oh, ich muss aber sagen, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Themenwechsel, aber ich benutze das Ulumulu nie. Ich will mal die Erfahrung haben und metze mich dadurch. Ja, perfekt. Ich nutze das Ulumulu gerne. Ja, ich benutze es auch gerne. Gut, ich mach mal weiter. Embargos. Ein Gothic-Podcast. Also, dass ein Gothic-Podcast so interessant sein kann. Ich hätte mir ja gewünscht, dass das Schwert Urizel in Gothic 1 eine größere Rolle spielt, beziehungsweise, dass man länger was davon hat, war nämlich eine geile Waffe. Ja. Was kann man dazu sagen? Also man kriegt es relativ spät, es hat auch keine großen Anforderungen, aber irgendwie macht es das ja auch gerade aus. Dann hat man es dann in den Händen, dann ist diese coole Zwischensequenz, wo der Held so schön schelmisch die Wassermagier angrinst und danach hat er das krasse Schwert. Aber ich meine, der Schläfertempel wird doch wieder befüllt, wenn man nochmal reingeht mit dem Schwert, oder?
Ja, richtig. Also ich glaube, es liegt aber am Kapitel nicht, ne? Weil dann beginnt ja das sechste Kapitel und dann ist alles wieder voll mit Viechern. Ja, stimmt. Ja, dann muss ich dann nochmal durchschnetzeln. Muss man ja nicht. Man kann ja auch skippen durch die Abstürzungen. Ja, man kann auch einfach vorbeilaufen, klar. Ja, eben. Ja, aber dann benutzt man halt die Waffe nicht, ne? Was ich geil fand, war bei der Definitive Edition, die ich mal irgendwann gespielt habe, diese frühe Version davon, da war Uriziel, wenn man halt mehr Einhandkampffähigkeit hat, genauso wie bei der Claubeus in Gothic 2, war es dann Einhandwaffe auch. Das fand ich sehr cool, dass sich das so deinen Fähigkeiten angepasst hat. Ja, und das war bei Uriziel auch so und das finde ich halt cool. Da hatte man so ein übel langes Einhandschwert, weil Uriziel war so einfach so krass lang als Einhandwaffe. Richtig cool. Moment, habe ich das verpasst? Kann man das wirklich umändern? Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, es wären nur zwei Hände. Also in Gothic 2, der Klaue Belias, hast du 100% recht. Aber ich meine, Uriziel hätte sich niemals angepasst. Ich meine ja auch bei der Definitive Edition. Es war eine Mod, die ich gespielt habe. Da war das so. Das hat mir nur gefallen, das meine ich. Ja, bei stimmt. Eigentlich ist es immer eine Zweihandwaffe. Aber ich finde es halt cool, weil wenn man denkt, ja, ich mag lieber Einhänder. Und ich mag lieber Einhänder. Auch wenn Style Points eher die Zweihänder gewinnen. Aber Einhandkampf ist irgendwie schneller und geiler in Gothic, finde ich. Ja, also ich bin eigentlich auch eher mehr der Einhänder, aber bei Gothic 2, wenn es um die Klaue Belias geht, die hätte ich lieber immer als Zweihänder, weil die einfach als Zweihänder richtig fett und episch aussieht. Mm, das stimmt schon. Ich bin eher so der Einhandtyp. Einhand hat auch, wenn man rein vom Gameplay technisch jetzt guckt, nur Vorteile. Man kann schneller ausweichen, man ist generell wendiger, man kann schneller angreifen und im Endeffekt macht der Zweihänder gar nicht viel mehr Schaden. Also es ist halt es wirklich ist die Reichweite, mit der geworben wird, aber die ist in Gothic 1 nicht wirklich unterschiedlich. Nee, in Gothic 1 sowieso nicht, in Gothic 2 spielt es auch keine Rolle. Also es ist wirklich, ich sehe im reinen Gameplay, und da, wie gesagt, könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn jetzt die zwei Profis hier kommen, aber ich würde immer den Einhänder bevorzugen. Gerade wenn man gegen große Gruppen von Gegnern kämpft, die schneller ausweichen, wenn du gegen 5 Orks kämpfst, das geht. Mit dem, wenn man am Ende einen guten Einhandkampf-Charakter hat, dann geht das. Ja, Seppel Knackel. Spannende Folge, Barriere. Einige Themen, über die ihr sprecht, stehen im WoG im Almanach. Nochmal detaillierter und die Quelle fällt euch nicht ein. Mit einem Lachsmiley. Das stimmt, es gibt ja den kompletten Almanach, wo alles niedergeschrieben ist, ne, bei World of Gothic. Ja, aber das wäre ja langweilig. Ja, eben, außerdem haben wir ja auch Fantheorien besprochen und das fand ich auch irgendwie interessanter. Und ich finde auch, der Almanach ist ja eigentlich auch nur eine Zusammenschrift von all dem, was man in Gothic so findet und ist ja auch keine offizielle Antwort. Es ist ja einfach das, was auch die Leute da zusammengetragen haben, ne? Richtig. Ja, der Almanach ist immer noch Fanmade. Ja, richtig. Und deswegen, aber die Leute gehen auch teilweise davon aus, dass das einfach dann stimmt. Ne? Aber das ist ja auch nur, das ist für die vielleicht schlüssig, aber wenn jetzt einer sagt, nee, ich finde aber eine von den Theorien, die Fans da sich ausgedacht haben, viel geiler, dann soll er das halt nehmen, ne? Ja, Gothic ist sowieso auslegbar. Eben. Sprecht doch mal über euer Wunschszenario für Gothic 4 oder das neue Land, was Xalas und der Held nach Gothic 3 betreten. Viele Grüße. Jo. Oh, da fällt mir gerade was ein, Jorgenson. Hast du dir das Video angeguckt, was ich dir geschickt habe? Ja, ich habe da noch einen Kommentar drunter geschrieben, da auch, auf deinem Video da. Ah ja. Und da habe ich dann gesagt, jetzt ist es noch schlüssiger für mich, dass Gothic 3 und Risen in der gleichen Welt spielen. Das kannst du gerne auch nochmal verlinken, das Video. Oh Gott, wenn ich das jetzt nochmal finde. Ja, aber wenn ich dran denke, mache ich es auf jeden Fall. Ja. Notfalls gebt auf YouTube einfach mal ein Risen Intro Konzept irgendwie so, dann findet ihr das schon. Aber zu der Frage, wie man ein potenzielles Gothic 4 aussehen könnte, da habe ich mir auch schon so viele Gedanken drüber gemacht und ich glaube, gerade auch um es branchenfreudig zu machen, weil viele Publisher möchten ja eine große Spielwelt und man muss ja konkurrenzfähig bleiben und so weiter. Ich fände es so geil, wenn es einfach ein Gothic 4 gäbe, welches die Serie komplett abschließt, aber wo man überall nochmal hinkommt. Das heißt, Kurines, Minental, Festland alles, südliche Inseln, meinetwegen auch Fischier und Argan, weißt du so, das soll mir auch recht sein. Je mehr Content von Piranha Bytes, desto besser. Und also schon, dass es von der Spielwelt einfach bombastisch ist und eine geile, packende Story dazu, mit den Helden zusammen und mit den Freunden natürlich. Das Ganze in einer neuen Engine mit Musik von Kai Rosenkranz, das wäre so der wahrgewordene feuchte Traum eines jeden Gothic-Fans, glaube ich. Jo, das wäre schon nicht schlecht. Vor allem, ich hätte einen perfekten Anfang für wie Gothic 4 starten könnte. Ich meine, ich habe das schon mal, oder Gothic 4 Remake oder Gothic 5, keine Ahnung, wie es starten könnte, wäre, der Held ist auf dem Schiff irgendwo, wacht dann auf
Oder wacht irgendwo auf und sagt dann so, boah, Mist, ich hatte voll den Albtraum von irgendeinem komischen schwarzhaarigen Hirtenjungen. Und dann, das wäre so geil. Und dann geht's halt los. Ja, das wäre wirklich mega. Vor allem, weil man ja, wobei, es wäre schon ziemlicher Disrespect gegenüber den Spellbound-Leuten, ja, aber ja, wäre auf jeden Fall witzig. Ich glaube, das würden viele feiern. Ich glaube, auch die würden das mit dem Augenzwinkern sehen können. Ja, denke ich auch. Ja. Die einzigen, die da wahrscheinlich nicht drüber lachen könnten, wären die ehemaligen Joe-Wood-Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind. Ja, die dürfen auch nicht drüber lachen. Was sagst du, Bisasam? Ja. Also ich würde Gothic 3 erstmal komplett über den Haufen schmeißen und da quasi ein Rewrite von machen. Also Gothic 4 quasi, was Gothic 3 einfach annulliert und dann das macht, was eigentlich ursprünglich mal geplant. Ich will eigentlich das, was sie im Kopf hatten, als sie in Gothic 2 die Dialoge mit Abu Jin geschrieben haben. Also wo er quasi die Zukunftsvision hat vom Festland kurz vorm Aufbruch. Also ich hätte lieber ein anderes Gothic 3 gehabt, als jetzt noch eine Fortsetzung von dem, was wir hatten. Und ich würde auch sagen, es kommt nicht auf die Größe an. Ich hätte lieber tatsächlich eine kompakte Welt, die richtig geil befüllt ist und wo du dich einfach so fühlst, wo du reintauchen kannst, als dass ich eine riesige Masse habe, die einfach nur so mit 100 Quests voll ist. Denn das passiert, wenn man zu viele große Welten einbaut. Das habe ich auch schmerzlich selber erfahren müssen. Ich wollte eigentlich in Rückkehr nach Varan noch ein zweites Königreich einbauen. Und als ich dann angefangen habe, das Konzept aufzustellen, habe ich gemerkt, irgendwie wird da was auf jeden Fall nicht richtig laufen. Das wird dann leer wirken oder ich würde nicht genug Content bereitstellen können, nicht genug abwechslungsreichen Content. Und deswegen würde ich die Idee, die ist, klingt zwar in der Theorie geil mit den allen Orten mal besuchen, aber man muss halt genau gucken, was man denn jetzt nimmt und wie man es umsetzt. Und ich glaube, kompakt und richtig geil Abwechslung ist besser als riesengroß und dann hast du halt aller Skyrim Home mit dies und das. Da wäre ich prinzipiell auch bei dir. Also ich bin auch jemand, der lieber von Piranha Bytes wünscht, eine kleinere Spielwelt zu haben, die dafür geiler befüllt ist. Also würde ich sofort unterschreiben. Aber wenn wir jetzt einfach mal, naja, das ist ja natürlich nur jetzt ein Fantasiegespinne, aber wenn, sagen wir jetzt mal, die haben wirklich so lange Zeit, wie sie wollen und ein Budget, was bis in 10 Jahren noch reicht. Und die haben wirklich irgendwie Ewigkeiten Zeit, die Ressourcen und die Mitarbeiter und die Zeit, um da halt wirklich so einen abschließenden Gothic-Epos nochmal zu erschaffen, der alle Orte mit einbezieht in einem einzigen Spiel. Und dafür haben die ewig Zeit, ewig Geld, ewig Mitarbeiter. Ich glaube, dann könnte das trotz der großen Spielwelt trotzdem geil werden. Klar, ja, wenn man das jetzt natürlich auf 2-3 Jahre limitiert, ne, ist klar, dass das nicht möglich ist oder dass das dann nichts werden könnte, aber... Aber ich glaube, man kann sich auch an der schönsten Sache irgendwann satt sehen. Und wenn man zum Beispiel dann schon 50 Stunden in einem Spiel hat und dann kommt noch mal ein komplett neues Königreich, ich weiß nicht, ob das vielleicht, dann wäre es vielleicht schon Sinn, das wieder in eigene Spiele zu unterteilen oder in DLCs oder so, weißt du? Ja, aus dem Grund habe ich auch 4 verschiedene Monster anstatt eine riesengroße. Ja. Man kann einfach eine Story erzählen und dann ist die abgeschlossen. Der Spieler kann sich ein bisschen erholen. Wenn er Bock hat, schmeißt er die nächste an. Ja. Ist viel besser. Weil das, ja, gut, das war auch der Punkt, den ich bei Elex letztens gemacht habe, als wir drüber gesprochen haben, nochmal, dass mir Elex schon zu heftig war, weil dann hast du schon die Wüste erkundet und das Hauptland da und dann kam aber noch Ignadon und war nochmal vor und dann kam noch am Ende Xarkor und du hattest einfach so viel, dass ich irgendwann dachte, boah, irgendwie bin ich ganz schön müde jetzt, so weißt du. Also vielleicht geht's auch nur mir so, ne? Vielleicht denkt auch jemand, nee, es gibt ja auch Leute, die solche Mod-Projekte wie Odyssey mögen. Und sich dadurch Horden von Monstern durchkloppen und die Wüste ist ja auch unendlich groß und die wollen da die ganze Zeit kämpfen und haben Spaß dran und spielen über 2 Jahre lang das gleiche Spiel. Aber da sehe ich mich nicht. Ja. Nee, hast recht schon, also da würde ich mich auch nicht sehen. Unterm Strich. Das Krasseste, was ich mal gehört habe, ein Kumpel von mir, der spielt Skyrim jetzt seit 2010 an einem Spielstand. Skyrim gibt es doch erst 2011, oder nicht? Meine ich, Entschuldigung, seit 2011, an einem Spielstand. Ja, das ist Nee, hast ja recht, stimmt ja auch. Ja, das ist schon heftig. Vor allen Dingen, da kann er ja nur noch, klar, er kann sich mit Mods das Spiel immer so erweitern und so, aber irgendwann hat man doch auch alles gesehen, ne? Klar kann man sich endlos noch hochleveln, aber warum? Naja, es sind halt die Mods, die dann Skyrim am Leben halten. Das ist die Community. Ja. Wenn du das Spiel völlig komplett ohne Mods spielen würdest, du hättest schon gesagt, nach kurzer Zeit die Schnauze voll. Ja, ich habe das auch noch nie ungemoddet durchgespielt. Ich habe das immer nur, ich habe es auch erst, ich muss auch sagen, ich habe Skyrim erst einmal durchgespielt. Tatsächlich einmal komplett. Ich habe
tausendmal angefangen, das Spiel bis zum höchsten Grad gemoddet mit hunderten Mods und dachte so, oh, voll geil, jetzt fange ich hier an und wird voll viel Spaß haben. Irgendwie 2 Stunden später dachte ich so, ach, ganz ehrlich, irgendwie macht es keinen Spaß. Das liegt aber auch vielleicht also einfach an mir und weiß ich nicht. Ich muss sagen, Gothic hat mich für viele andere Spiele verdorben, weil ich irgendwie so eine andere Erwartungshaltung habe von dem, wie ein Spiel sein muss. Und Gothic ist natürlich nicht perfekt, haben wir schon auch oft drüber geredet, aber irgendwie hat das was anderes von mir. Und Skyrim löst in das nicht, also in mir aus, was Gothic in mir auslöst. Ja, Gothic hat halt so einen Sog, der sich in die Spielwelt reinzieht. Und das kann man nur sehr, sehr schwer nochmal rekreieren. Hm. Ja, das merkt man ja bei Piranha Bytes selber, das kriege ich selber nicht mehr hin. Ja, richtig, das ist ja das Problem. Ja. Wir wissen eigentlich alle auch nicht, was das jetzt heißt. Wir können drüber philosophieren, aber eben, im Endeffekt kommt da wieder komplett im Kreis rum und du hast keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, das kann wirklich, für jeden ist das ja auch was anderes, ich kann es auch nicht beschreiben. Also wenn ich auf dem, keine Ahnung, Gothic 2 auf dem Feld rumläufe und Feldräuber jage, dann habe ich schon dieses Gothic-Feeling. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und das kann auch, wie oft sind da Leute aus meinem Freundeskreis, die fragen, wie kannst du dieses Spiel eigentlich rauf und runter spielen? Gerade jetzt, wo ich die Mods und so auch noch spiele und die Leute fragen, bist du eigentlich bescheuert? Was ist denn? Und ich sage so, es macht mir Spaß. Gothic ist für mich voll entspannt. Gerade jetzt so, wenn man das verknüpft mit diesen Let's Play-Projekten und so, ich sitze jeden, trinke einen Kaffee, spiele eine Stunde oder eine halbe Stunde und habe da voll Spaß dran, ne? Und bin voll entspannt dabei. Ja. Ich kann es nachempfinden, ja. Gibt man genauso. Gut, ich mach mal weiter. Danny Gendon fragt, Frage zum neuen Thumbnail. Wer von euch ist der Held und wer ist Diego? Das ist eine gute Frage. Weiß nicht. Dadurch, dass ich so gerne Merlins nicht schlecht adaptiere, würde ich sagen, ich bin Diego. Aber Diego sagt doch gar nicht schlecht, oder? Natürlich sagt er das. Nicht schlecht, sagt er manchmal, wenn du irgendwo neben dem im Kampf bestreitest. Doch, das, ja, ich dachte gerade an was anderes. Stimmt, natürlich sagt das Diego, ja, richtig. Ja. Ja, wenn du jemanden zusammengeschlagen hast, dann sagt er das. Ja, richtig. Ja. Stimmt. Aber das ist bei Gothic 1, ne? Ja, in Gothic 1 ist das. In Gothic 2 macht er das, glaube ich, nicht mehr so. Stimmt. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber ich weiß nur, dass Merlin das immer so übel übertrieben formuliert hat und ich das einfach übernommen habe und das jetzt auch einfach manchmal auch im Alltag einfach sage. Wenn ich dann irgendwo in einem Meeting sitze und da wird ein Konzept vorgestellt und dann rutscht mir das halt auch mal raus, wo ich sage, ja, nicht schlecht. Ich dachte gerade an das nicht schlecht von Snuff, der sagt ja auch nicht schlecht in so einer ganz besonderen Betonung, weißt du, deshalb war ich gerade abgelenkt. Nicht schlecht. Ja, genau, der sagt das so nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ja, genau, genau. Nicht schlecht. Ja. Jürgen Sohr PC. Keine Ahnung, wie man deinen Namen richtig ausspricht, aber hallo. Und er schreibt, hi, ich höre gerade alle Podcasts durch. Let's Play sind nicht so mein Ding, aber das hier aktuell, ist, gibt es einen Kommentar eben hier. Also er hat unter meinem Let's Play anscheinend irgendwo kommentiert und ich habe es rauskopiert. Ich bin sehr begeistert von eurer Gothic-Nostalgie und Liebe und teile diese. So einmal im Jahr spiele ich Gothic mit irgendeiner Mod. Ich habe ja ein paar kleine Theorien, die ihr gegebenenfalls mal in einem Podcast ansprechen könnt. Ist Valentino ein Mörder? Wenn man ihm den Blutkelch klaut, öffnet man einen Geheimgang und in diesem sitzt ein Skelett. Das stimmt. Habt ihr euch schon mal genau darüber Gedanken gemacht? Ja, habe ich. Und bin zu keinem Schluss gekommen. Aber ich habe mal für mich so die Theorie entwickelt, wer sagt, dass das Valentino war? Es kann ja auch seine Frau gewesen sein. Ich hatte die Theorie dazu, dass Valentino vielleicht als wie so ein Hausarbeiter in diesem Haus angefangen hat, hat dann ein Verhältnis mit der Frau gehabt, von diesem ehemaligen Hausbesitzer, diesen dann einfach hinter der Wand eingesperrt irgendwann mal und hat dann so getan, als ob er der reiche Sack wäre und das ist irgendwie so durchgekommen. Und seitdem hat er das Geld und hat das Vermögen, weil er hat ja nie gesagt, woher das Geld, man weiß gar nicht, was er macht, er ist einfach nur reich. Sagt er immer wieder, ne, und säuft ja den ganzen Tag und feiert alles, aber wo kommt sein Geld her? Er hat ja nicht so wie Fernando oder Gerbrand, die haben ja irgendwelche schmutzigen Geschäfte immer gemacht, oder, ne? Man erfährt so ein bisschen Hintergrundinfos, wo die ihr Geld herhaben, aber bei Valentino nicht. Und ich hatte halt dann einfach nur für mich so die Theorie aufgestellt, ja, was ist, wenn er den Mann umgebracht hat, ne? Und hat so, weil er redet ja auch nicht darüber, dass es seine Frau ist oder so. Vielleicht hat er sich einfach das Vermögen von ihr ergattert dann. Stimmt, und sie ist quasi geknebelt, weil er irgendwas gegen sie in der Hand hat. Und sie kann dann nicht zur Stadtwache gehen und ihn verpfeifen, dass er ihr Mann einfach da eingesperrt oder getötet hat oder sowas. Gute Theorie. Und es gibt keine offizielle Antwort dazu, zu diesem Skelett. Ja. Und was ich halt so geil finde, dass man auch durch solche verhältnismäßigen Kleinigkeiten einfach irgendwelche Sachen, die so in die Spielwelt reingeworfen wurden, so eigene Geschichten erzählen kann, ne? Ja. Oh, da ist mir jetzt aber auch was
eingefallen, und zwar in meinem Classic-Spielstand bin ich gerade bei Lobards Hof gewesen und da ist ja an der Wand ist ein Skelett mit einer Spitzhacke, unweit weg von der Mühle, also es ist wirklich in Sichtreichweite. Das heißt, wenn man bei der Mühle ist und die Schafe betreut, muss man das Skelett zwangsläufig eigentlich sehen. Das ist so ein ähnliches Ding, wo man sich fragen könnte, okay, was hat es mit diesem Skelett auf sich? Ist es ein ehemaliger Sträfling, der da von Lobard verhungert lassen wurde oder den Lobard verhungern lassen hat? Oder was hat es auch mit dem auf sich? So habe ich mich auch gefragt. Ja. Ja. Aber Bisa, was meinst du denn zu dem Skelett in Valentinos Kammer? Ich glaube ja, das ist ein Liebhaber von der Frau von Valentino, der sich da versteckt hat und dann hat sie es nicht mehr aufgekriegt und dann ist Stimmt, das kann du auch sagen. Gut, das ist eine ganz einfache, plausible Theorie. Ja, warum nicht, ne? Ja, stimmt. Ich meine, der Typ kann doch einfach nur geerbt haben. Ich meine, warum nicht? Vielleicht ist der auch vom Statthalter irgendwie der Boy oder so. Was weiß ich. Ja. Das stimmt. Valentino weiß vielleicht gar nicht, dass da so ein Toter hinter der Wand da versteht. Er weiß nicht mal von diesem geheimen Ding da wahrscheinlich. Vielleicht ist das. Wie kommt aber dann der Blutkelch da rein? Wenn der Blutkelch der Frau gehört, dann ist der halt da drin. Ja, genau. Ja. Dann haben wir doch schon mal eine Erklärung. Ja, ganz nice. Eine einfache und gute Erklärung. Richtig. Ja. Es gibt ja einen Typen, der im Wachturm gefangen ist und dabei fast verdurstete. Das ist schon brutal und gewissenlos. Nach vielen Dokus kann man vermuten, dass es nicht die erste Gewalttat war. Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Ist vielleicht ein Serienmörder in Korines? Sind euch vielleicht andere Spuren bekannt? Also, dieser meinte ja diesen Joe. Ne? Ja. Aber der ist ja erstmal, er saß da tagelang drin und die Wachen haben ja einfach die Tür wieder zugemacht. Die haben ihn, glaube ich, nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass das jemand extra gemacht hat bei ihm. Ich glaube, das war ein Versehen. Ja, glaube ich auch. Der sagt das ja auch, der Joe erzählt das ja selber auch, dass der hat sich da reingesneakt und kam eine Wache, hat sich versteckt und hat die da abgeschlossen und seitdem war der da drin halt fest. Nur unser guter Jürgen hat es hier anscheinend auf Valentino abgesehen, weil er meinte, könnte es auch Valentino sein, einfach, dass er immer Leute irgendwo ansperrt. Was hat er denn für eine Motivation gegen Joe? Die kennen sich doch gar nicht. Ja, aber vielleicht denkt er so, ach, diesen alten Hafentypen hier, den sperre ich jetzt mal da rein. Einfach so, weil es mir Spaß macht, weil ich reich bin. Nee, ich also wir wissen ja, dass er eine moderne Wache, der wurde von der Wache eingesperrt, also haben wir doch den Nachweis schon. Ja. Ja, auf jeden Fall, liebe Grüße zurück. Ja, Grüße. Lieselotte Meier. Huhu, ihr Lieben, toller Podcast wie immer. Höre es super gerne. Und ja, ich zocke immer noch mit viel Freude Velaria und bin begeistert. Mein heutiges Thema für euch. Denkt ihr, der Held würde letztlich auch so gut abschneiden in anderen Universen? Als Beispiel, er wird in die Welt von Skyrim, Fallout, Mortal Kombat, Assassin's Creed Odyssey reingeworfen. Ich denke, schwierige Thematik, aber vielleicht trotzdem interessant. Liebe Grüße und bleibt gesund. Also, den Helden jetzt zum Beispiel mit Skyrim. Fangen wir einfach mal an. Der Held, wie wird er sich in Skyrim machen? Ich denke, da wäre es nicht groß anders als in Gothic, weil es gibt ja schon viele Parallelen so. Auch das, die Thematik mit den Drachen. Und er, wenn er der Auserwählte, der die Drachen besiegen kann. Ja, genau. Also ist ja nicht viel anders. Aber jetzt zum Beispiel in Assassin's Creed, das ist zum Beispiel eine ganz andere Sache. Also klar, man kann ja auch in Gothic so sneaky spielen, das geht schon. Aber zum Beispiel das mit dem Klettern und mit den Stunts, ich weiß nicht, ob der, na gut, klar, durch Akrobatik würde es vielleicht auch gehen. Okay, aber der Held kann ja eigentlich auch schon klettern, der kommt ja auch überall hoch. Also eigentlich wahrscheinlich auf der Engine bedingt, aber ich denke, wenn man so viel Kampfkraft und Wendigkeit, so einen guten Mix, dann kann man auch vielleicht schön klettern. Der Held ist ja flexibel, der kann alles lernen, was man Bock hat. Das heißt, der könnte sich überall anpassen. Deswegen sehe ich da gar kein Thema. Ich glaube ja sowieso, die eigentliche Superkraft, sag ich mal, unseres Helden, ist ja, dass er sich so schnell Wissen aneignen kann, wie keiner sonst. Das ist, glaube ich, das, wo er mit glänzen kann. Er kann sich alles ganz schnell aneignen und kann richtig gut darin werden. Das ist für mich so, das sticht immer für mich heraus, dass er weil, guck mal, wie lange spielt Gothic 2? Das hast du ja ein paar Wochen so in-game, ne? Und dann ist er vom Dulli, der unter Stein 3 Wochen lag, ist er da ganz schnell, weißt du, er war voll krass in Gothic 1, liegt dann 3 Wochen unter Stein, hat alles vergessen und dann denkt er sich, nö, ich trainiere jetzt wieder und dann einen Monat später ist er wieder der heftigste Typ. Und das ist ja voll das Talent, das kennt man so auch nicht. Ne? Ja, das stimmt. Ja, deswegen würde der sich eigentlich überall anpassen können, würde ich jetzt sagen. Ja, klar, in anderen... Ja, ich denke auch. Er kann alles. Unser Held kann alles. Es sei denn, es ist so ein Spiel, wo du nicht einfach jemanden hast, der dir das beibringt. Das Problem ist halt, der Held braucht Lehre.
Ja, das stimmt. Und wenn es keine Lehrer gibt oder wenn es kein, ich nenne es mal, Tutorial gibt, wo er sich da quasi das Wissen direkt schnell Learning by Doing aneignen könnte, dann könnte das schon ein Problem haben. Aber so allgemein, in der Regel gibt es das ja. Ich frage mich immer, wie das überhaupt geht. Man geht zu jemandem hin, stell dir mal vor, du könntest ins Fitnessstudio gehen und gehst zum Trainer da und sagst, ich will stärker werden. Da sagt er so, oh, nicht schlecht. Deine Stärke hat zugenommen. Ja, genau. Ja. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Ja, komm bald wieder, es gibt viel zu lernen. So, ja, nächste Woche komme ich wieder. Also, hat nicht eine einzige Hantel gehoben, ist aber trotzdem stärker geworden. Einfach durch mentale Power. So. Das ist einfach nur Deko. Alter, wenn das mal irgendwann klappt, ne, dann sind Fitnessschuhe überflüssig. Da geht man einfach hin zum Flexen. Also nur. Ja, gut. Dann willst du vielleicht mal eine Frage zwischendurch von dir machen? Oder soll ich einfach weitermachen? Ja, können wir ruhig gerne machen. Ich habe ja hier noch einen Kommentar von Lieselotte Meyer, den wir beim letzten Mal nicht beendet haben. Ah, okay. Und da passt hat sie perfekt geschrieben, genau, richtig, wollte gerade sagen, es passt ganz gut, zu euren Gothic-Entscheidungsfindungen. Ihr seid zu Besuch im neuen Lager. Würdet ihr das Kraut des Balls verticken und ihm helfen, die Klamm heimlich mit der Kohle aus dem Staub zu machen? Zurück in euer eigentliches Lager? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich lese es nochmal langsam durch. Ich weiß nicht. Würdet ihr das Kraut des Balls verticken und ihm helfen? Ach so. Oder Klamm heimlich die Kohle aus dem euch mit der Kohle aus dem Staub machen in euer eigentliches Lager? Jetzt habe ich es kapiert. Also der Bal Isidro, ne? Ja, also, genau. Also ja, ich helfe dem immer eigentlich, weil klar ist der eigentlich selbst dran schuld und hat einfach da seinen Teil versoffen. Und ne? Aber irgendwie sieht er auch so aus, als ob er Hilfe braucht. Und er ist ja auch nachher dankbar. Man kann ja aber natürlich auch das Geld bei Laris abgeben. Das will er ja auch, wenn man da bei der Bande aufgenommen werden will. Aber ich helfe ihm eigentlich jedes Mal. Ich betrüge ihn nicht. Ich brenne nicht mit der Kohle durch. Irgendwie tut er mir dann doch ein bisschen zu sehr leid. Weiß ich nicht. Bisa? Ich helfe ihm tatsächlich auch immer. Also ich gebe immer einen Teil von ihm ab. Aber wenn er mich jetzt in Real Life fragen würde, dann kommt es darauf an, ob er lieb bitte sagt. Wenn er mir gegenüber total scheiße ist, dann würde ich sagen, ich nehme das Geld und bin weg. Schuss. Beim Spiel ist halt besser, wenn ich dem Geld gebe. Die Sache ist, der Held dringt sich ja mehr auf im Spiel, um ihm zu helfen. Er presst ihn ja. Richtig. Er sagt ja hier Baal, wie heißt der andere nochmal, der da ist? Baal Kagan. Kagan, genau, der will schon Meldung machen oder so. Und dann ist er ja unter Druck und sagt, hey Mann, ich brauche deine Hilfe. Aber von selber wollte er das ja gar nicht, stimmt. Richtig. Ich würde es wie Bisa machen, wenn er nett wäre, dann würde ich ihm helfen. Wenn nicht, dann würde ich wahrscheinlich auch mit der Kohle durchbrennen. Ja. Würdet ihr den Ring, den euch Mordra gibt, bei Laris abliefern oder würdet ihr euch das Ding einstecken? Das war so ein Ring, der, glaube ich, irgendwie plus 5 auf Stärke und Geschick gibt oder irgendwie so. Geschicklichkeit, ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Ja, Geschick kann auch sein, ja. Also, ja. Sorry. Ja, also ich glaube, den gibt es mehrmals im frühen Spiel. Das heißt, ich gebe den immer ab und nehme mir einfach quasi einen neuen, weil es den so oft gibt eigentlich. Also zumindest den Effekt, den gibt es häufiger. Deswegen ist er jetzt nicht so wertvoll. Wenn er jetzt der Einzige wäre, würde ich den behalten. Es kommt darauf an, wie viele davon noch gibt. Ja, und es kommt auch darauf an, was das eigentliche Ziel ist. Wenn man jetzt beim neuen Lager mitmachen will, dann braucht man das ja, um sich bei Laris auch so einen Namen zu machen. Dann sagt man, hey, hier, ich habe den Ring, Mordak ist meine Vertrauensperson, da kann man schon ein bisschen Eindruck schinden. Wenn man das nicht will und einem das egal ist, wenn man eh in ein anderes Lager will, dann... Ne? Ja, egal. Okay. Welche Belohnung würdet ihr für die Überbringung des Briefes an die obersten Feuermagier und... Ich weiß nicht, also... Welche Belohnung wählt ihr? Oh Gott, ich muss richtig lesen, ey. Welche Belohnung wählt ihr für die Überbringung des Briefes an den obersten Feuermagier und ist die Botschaft bei euch noch versiegelt? Also in der Regel ist sie schon versiegelt. Natürlich hat, glaube ich, jeder die mal aufgemacht und geguckt, was da drin steht, ne? Ja, genau. Wobei ich jetzt den genauen Wortlaut auch nicht weiß, aber ich weiß, dass die Feuermagier sich ja um die Bruderschaft auch ein bisschen Sorgen machen, ne? Irgendwie sowas steht da drin. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube, da ist irgendwie, dass die Bruderschaft im Auge behalten sollen oder so, ne? Und der Brief ist ja noch an Xardas gerichtet, also ist auch schon ein bisschen älter. Also ich lasse ihn immer zu, weil dann gibt es mehr Erfahrung und dann gibt es auch eine bessere, also gibt es dann überhaupt, ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, einmal bestimmt getestet, den offen abzugeben, aber auf jeden Fall sagt dann Milton, der ist ja schon geöffnet und ich weiß gar nicht, kriegt man denn die gleiche Belohnung oder weniger? Ich guck mal nach, ich brauche mal gerade 2-3 Minuten, um das mal zu gucken. Okay, also
von der Belohnung her, ich weiß nicht, da, es gab einen Mana-Permatrank, einen Lebensenergie-Permatrank und ich glaube einen Ring der Stärke oder so, aus dem man wählen konnte. Ja, also ja, und Spruchrollen gab's. Ja, stimmt, Spruchrollen waren auch noch, genau. Spruchrollen, ich glaube, wenn man den permanenten Mana-Trank nimmt oder die Spruchrollen, dann hat er eine andere Bemerkung. Und wenn man irgendwie den Stärkering nimmt, dann sagt er irgendwie so abfällig, ja, so sieht's auch aus ungefähr nach dem Motto. Ich weiß jetzt auch nicht mehr den Wortlaut. Ich glaube, beim Elixier des Geistes sagt er, dass es das wertvollste aller Gaben war, welches man gewählt hat, ja. Ja. Was ich tatsächlich, wenn ich weiß, dass ich ein Magier spiele, immer nehme. Ja, aber auch so ist es ja auch nicht schlecht, ein bisschen mehr Mana zu haben, weil ist ja eigentlich kostenfrei, ne? Den Ring kriegt man eh nachher am besseren und wenn man 5 Mana mehr hat, kann man schon ein paar Zauber mehr benutzen, ne? Ja, zumindest ein paar Spruchrollen, ja, genau. Aber ja, bei mir wäre der Brief wahrscheinlich auch verschlossen, wenn ich jetzt im Real Life das quasi machen würde, ja. Ja, und zu guter Letzt, Schutzgeld abdrücken oder eher nicht? Eher nicht. Ja, du löst dich durch? Ja, okay, cool, krass. Also, ich gehe mal davon, ich meine, klar, da haben wir auch schon mal drüber geredet, im neuen Lager jetzt mal, ich meine, wenn oder im alten Lager meine ich, wenn da mehrere Leute dich jeden Tag triezen und dir auch Fallen stellen oder dich verprügeln, dann knickt jeder irgendwann mal ein. Aber ich wäre ein Typ, wenn ich mich da nicht durchsetzen könnte, dann würde ich abhauen. Also ich würde das nicht mit mir machen lassen. Ich würde sagen, hey, dann verpisse ich mich von hier und gehe halt nicht in dieses Lager, wenn da zu viele Leute sind. Klar, man würde sich versuchen durchzusetzen und meistens, wenn eine Gruppe, also so kenne ich das auch persönliche Erfahrung, wenn man einem von diesen Leuten, die haben meistens so einen Anführer, und wenn man, sag ich mal, Bloodwind die Stirn bieten würde und ihm vielleicht einmal auf die Fresse haut, wenn es klappt, dann würden andere Gardisten das sehen und dich auch mehr mit Respekt behandeln. Und ansonsten, dann sind auch die Fronten geklärt, denke ich. Und dann ist es so, ja okay, mit dem legen wir uns deshalb nicht an, der hat sich einmal durchgesetzt. Aber wenn die merken, du bist schwach und bezahlst immer dein Schutzgeld, dann werden die es immer weitermachen. Aber wenn du einmal so jemand wie Bloodwind auf die Fresse haust, dann werden vielleicht auch die anderen Gardisten zu denen sagen, guck mal, der hat sich von dem Butler verprügeln lassen. Was ein Jammerlappen. So, weißt du, und dann... Ja, okay, hast recht. Aber ist jetzt nur eine Theorie, ne? Wie gesagt, auch zu Person unterschiedlich, aber ich meine, wenn man jemand die Stirn bietet und sich nicht direkt unterkriegen lässt, wenn es dann nicht klappt, nach hinten losgeht, man wird verprügelt oder so, dann würde ich da auch weggehen. Ich würde mich nicht da mein Leben lang gefangen halten lassen und dann würde ich lieber in die Bruderschaft oder ins neue Lager gehen und da versuchen, irgendwas zu reißen. Ja. Mhm. Bisa? Das ist jetzt interessant, weil dadurch, dass wir jetzt eine Frau dabei haben, die hat vielleicht eine ganz andere Sichtweise drauf. Verdammt, ich habe gerade einen Dialog gelesen und nicht zugehört. Okay, dann gebe ich dir die Frage nochmal. Ja. Und zwar Schutzgeld abdrücken oder eher nicht? Ja, nicht. Okay. Weil, das ist seine Antwort, nicht. Genau, richtig. Ich würde es einfach nicht machen. Ich würde mich nicht von denen unterdrücken lassen. Ich würde mir, wenn dann, schon irgendwie einen Ausweg suchen. Wie gesagt, ich bin sowieso nicht der Typ, der sich im alten Lager niederlässt. Ja, stimmt, das hat sie ja schon gesagt, genau. Ach, übrigens, okay. Zum Thema, seid ihr schon durch? Ich wollte nämlich gerade das Thema mit dem Brief auflösen. Ja. Und zwar, tatsächlich kriegt man eine schlechtere Belohnung, wenn der offen ist. Mhm. Man kann gar nicht wählen. Ah. Man kriegt, je nachdem, was man hat, entweder einen normalen Heiltrank oder einen Stärkering. Und mehr nicht. Das war's. Okay, krass. Und man kann auch Milton ansprechen, ohne den Brief dabei zu haben. Dann kann man den Brief wieder einsammeln und kann dann zu Torres gehen und er liest dann selber den Brief und merkt dann, dass das Siegel gebrochen ist. Das ist schon interessant. Ah, die haben alle Fälle durchgegangen. Schon cool. Geiler Random Fact auch für diese Folge heute wieder. Ja. Das wusste ich selber nicht, bevor ich es nach. Ich auch nicht. Ich wusste es gerade, ich hatte es auf jeden Fall auch nicht im Kopf. Das ist, finde ich, immer wieder faszinierend, dass man immer noch Sachen lernen kann nach so vielen Jahren, wo man denkt, oh, krass, wusste ich nicht. Ja. Hat auch keiner Nachbar ausprobiert. Ich meine, wer schmeißt denn bitte diesen Brief raus? Ja, eben. Und vor allem, woran hat Piranha Bytes damals an alles gedacht? Das war nicht so, dass es so Abhängigkeiten irgendwelchen, das war ja einfach so zum Ausprobieren. Was ist, wenn jemand den Brief aber noch hinschmeißt? Dann brauchen wir auch noch eine Dialogoption. Wer denkt denn an sowas? Ja, finde ich gut. Ja, sie schreibt dann noch, bleibt gesund und liebe Grüße an euch. Dankeschön, Lieselotte. Ja, schöne Grüße zurück. Grüße zurück. Ja, ich würde vielleicht noch einen machen und dann gehen wir wieder zu dir rüber, ist das okay? Ja, dann mache ich mal ein paar Sachen aus dem Discord, weil da habe ich auch schon noch alte. Okay. Und YouTube-Kommentare habe ich zwar auch noch, aber dann machen wir mal ein paar Discord-Sachen noch. Ja, okay. Herr X hat geschrieben. Moin, danke erstmal für die geilen Gothic-Podcasts und dass ihr Teil der Menschen seid, die Gothic aufrechterhalten. Meine Fragen. Erstens, wisst ihr zum Beispiel, wie es Ivo mal... also irgendwo soll das wahrscheinlich heißen, mal erwähnt wird, wie alt Xardas ist und warum er blind ist
Und wenn nicht, was denkt ihr jeweils darüber? Ich glaube, Ivo heißt einfach irgendwo. Ja, ja, glaube ich auch. Ja, und Xardas haben wir ja schon oft drüber geredet, wie alt er ist. Aber ich glaube, er ist tatsächlich mehrere hundert Jahre alt. Weil ich glaube fest an unsere Theorie, dass er vielleicht, oder tausende Jahre wohl eher, dass er irgendwie der menschlich gewordene Adanus ist. Das finde ich einfach, ich finde die Theorie so geil, auch wenn sie vielleicht für viele keinen Sinn hat. Ich finde sie halt geil. Und, ich, auch und geil. Ich glaube, vielleicht, weil er ja so, er hat ja Teleportationsmagie, die auch nicht jeder hat, ne? Weil er konnte sich auf Schiff teleportieren bei Gothic 2, konnte sich in den Schläfertempel teleportieren ohne Rune, ne? Und ich glaube, vielleicht hat er für diese magischen Fähigkeiten seine Sehkraft verloren. Und kann jetzt nur noch mit seinen Sinnen, so, weißt du? Und seine anderen Sinne sind viel verschärfter dafür. Er hat so ein richtiges Gefühl für Magie und kann dich einfach erahnen. Er braucht gar nichts sehen. Er sieht viel genauer einfach mit seiner Magie, die er hat. So. Genau, also was wäre, also was auch eine coole Theorie wäre, wäre, wenn Xardas nicht Adanus selbst ist, sondern vielleicht so sein Sohn. Ja, also wie so dieses Jesus. Christus. Ja, ja, genau, so, genau. Und er hat einfach bei seinem Vater, hat er einfach so sein Augenlicht gegeben, um halt diese krassen magischen Skills mit Teleportieren ohne Rune zu erhalten. Ja. Also er hat quasi sein Augenlicht dafür als Preis gegeben und hat dafür diese Fähigkeit von seinem Vater erhalten. Da. Das wäre schon cool. Er hat eine Universalrune bekommen. Und dann hat er die Runenmagie zerstört und dachte sich so, scheiße. Ja, wie bei Legend of Asun, da kriegt man ja auch so einen Teleportstein, wo man ja verschiedene Ziele ansteuern kann. Ja, stimmt. Das ist der Teleportwürfel, ja. Genau, das hat Xardas wahrscheinlich auch so ein Ding. Wobei das Ding ja nur eingeführt wurde, weil sich Lucigot beschwert hat, dass es zu viele Teleporter gibt. Und dann dachte sich einer von denen, scheiße, dann bauen wir halt nur einen einzigen ein und dann ist dann übersichtlich und dann ist gut. Aber es ist keine schlechte Idee, vor allem kann man sich ja die wichtigsten Orte selber da reinspeichern, die man möchte. Ne? Also das ist ja nicht festgelegt, genau. Man kann ja aber sagen, hey, ich will lieber zu dem Hof und dann gehe ich von dort aus weiter. Finde ich aber eigentlich auch gut. Ja. Okay. Oh. Ja, also schließt mich Jorgensons Theorie an. Okay, König Roba. Der erste ist ja ein Nordmarer. Somit müsste der aktuelle König in Gothic 3 ja mindestens zur Hälfte Nordmarer sein. Also König Roba der Zweite. Denkt ihr, dass er sich auch als solcher fühlt und eine Verbindung zu den Kriegern von dort empfindet? Wer sagt denn eigentlich, dass er ein Nachkomme von dem ersten König sein muss, zwangsläufig? Weil ist es nicht so, zum Beispiel bei den Päpsten gibt das doch auch, dass die irgendwelche Titel einfach übernehmen. Das macht ja der Held, wenn er König wird, auch Robert der Dritte. Es muss ja nicht die Blutlinie sein. Ich weiß, einmal hat doch auch, war nicht dieser Varantinische Krieg, oder wie das heißt, war das nicht so, dass auch mal der Myrtana verloren hat? Und vielleicht ist oder da nach der Schlacht hat sich vielleicht der neue König gebildet und es war dann doch jemand aus Myrtana? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Dafür wäre der Gothic Almanach gerade gut. Könnte man nachlesen. Gute Frage. Auf jeden Fall meine ich nur, also wegen dem Titel selbst muss er ja nicht zwangsläufig dann der Blutlinie direkt folgen. Kann natürlich, aber muss nicht. Ja, sehe ich eigentlich auch so wie du. Kann sein, dass es da ein ganz anderes System gibt. Ich habe jetzt die eigentliche Frage vergessen, sorry. Ja, denkt ihr, dass er sich auch als solcher fühlt und eine Verbindung zu den Kriegern von Nordmar empfindet? Ja, wenn er wahrscheinlich halbes Blut hatte, Nordmar, dann wahrscheinlich schon. Dann frage ich mich aber, warum er da keine Soldaten in Nordmar stationiert hat, wenn die eigentlich ja von den Orks überrannt wurden. Da müsste doch. Aber vielleicht war es ja auch, bevor die nach Myrtana kamen. Vielleicht waren ja die Soldaten stationiert in Nordmar. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, ja. Also. Und wenn das nicht wäre, also wenn Nordmar quasi, also, oder wenn er sich nicht als Nordmarer fühlt, warum hat er denn nicht zu den Kriegern aus Nordmar vor dem Krieg, oder wenn er wusste, oh Gott, der Krieg ist jetzt schlecht, müssen jetzt Kontakt zu den Nordmarern aufnehmen, vielleicht können wir ein Bündnis schmieden oder so, warum hat er das nicht getan? Das wird ja auch nicht mit irgendeiner Silbe erwähnt. Hm. Richtig. Ich meine, wäre jetzt gar nicht so abwegig, weil ich sag mal so, zumindest der Feuerclan hätte ja vielleicht geholfen, einfach weil die den gleichen Gott anbeten. Ja. Und da ja auch einen gemeinsamen Feind halt quasi haben mit den Orks. Vor allem müsste das ja auch für die Nordmarer, die haben ja so ein bisschen auch so Vorurteile gegen die Flachländer, wie die sagen, ne? Dann müsste das denen ja auch mehr bedeuten, wenn der König halb Nordmarer ist. Genau. Ja. Bisa? Ja, genau. Lebst du noch? Ich habe mich gerade nochmal über Roba informiert und über König Roba den Zweiten findet man in den Gothic-Einschriften nichts. Es wird nur über König Roba den Ersten gesprochen. Hm. Also da steht auch nichts mit seinem Sohn oder irgendwas. Das heißt, dieser Roba der Zweite kommt völlig aus dem Nix. Hey, Moment mal, da bin ich aber jetzt gerade verwirrt. Hat da nicht König Roba der Erste Lee in die Barriere geworfen?
Das ist jetzt immer die Frage, ne? Oder, weil, warte mal, denn, im Intro. Also, die Schlacht um Varan wurde unter König Robert I. gewonnen. Ja. Der zwar nicht selber geführt hat, aber der war schon alt, als das passiert ist. Das heißt, wahrscheinlich hat der Nachfolger ihn dann da reinschmeißen müssen. Also. Ja, muss ja. Ja, aber wer war denn im Gothic 1 Intro zu sehen? Haben die da gesagt, König Robert II.? War das schon im Gothic 1 Intro? Das Königreich Myrtana wieder vereint durch die Hand König Roberts II. Ah, okay. 1:1, ja. Ah, okay. Das ist König Robert II. Okay, dann wissen wir Bescheid, ja. Aber über einen Sohn steht hier nichts. Zumal ja Lee, der will sich ja auch an diesem Robert rächen. Ja, richtig, deswegen. Weil, ne, sonst hätte er den ja in Gothic 3 ja gar nicht. Aber stell mal vor, er will sich am König rächen, dann kommt er nach Myrtana und sagt so, hey, das ist er ja gar nicht, Mist. Du sagst mal hier auch älter Ausdruck. Übler Plotzes, den töte ich jetzt trotzdem. Einfach aus Prinzip. Ich bin jetzt hergekommen, um einen Robert zu töten und jetzt ziehe ich meinen Plan auch durch, so egal wer es jetzt ist. Aber die Sache ist halt, die in Gothic 3 ist Robert der Zweite halt alt. Der hat graue Haare und alles. Ja. Aber der Gothic 1 Robert hat braunes Haar gehabt. Ja, stimmt, der sah ja aus. Jetzt, was denn jetzt? Ja, aber das spielt ja auch viel früher vor den Ereignissen von Gothic 1. Das darf man nicht vergessen. Ja, also, gut, klar, ja, richtig. Na, im Intro sieht man das zwar, aber das ist ja zu dem Moment, als die Barriere gerade frisch richtig entstanden ist. So. Wie lange existiert die Barriere? Hast recht, da hatte ich Gedankenfehler. Wie lange existiert die Barriere eigentlich schon? Also der Held wurde reingeworfen, wie lange bestand die da schon? Weiß man das? Es steht in einem Dialog von Grimes und Gotham 2, meine ich. Er sagte, er ist schon mindestens 10 Jahre seit da drin. 10 Jahre, so, ne? 10 Jahre. Ja. Ich guck nochmal nach. Also mindestens 10 Jahre dann. Ich jetzt ist mein neuer Grimes. Hauptsache, wir haben heute so ein wandelndes Lexikon dabei, Bisa. Also dich, du guckst alles nach. So, man kann in Gothic 1 fragen, bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich einiges gesehen und erlebt habe. Mhm. Damals, als wir in der Zwischen noch verlassene Mine gearbeitet haben. Das heißt, die verlassene Mine gibt es auch, gab es vor 10 Jahren noch. Interessant. Also wenn man es jetzt mal vielleicht kalkuliert, könnte man sagen, das ist so vielleicht 15 Jahre. Ich habe gerade 12 im Kopf, und zwar, weil es gab bei diesem Video von History of Quirinus, die machen ja quasi Gothic-Vorgeschichte da, dieses riesige Projekt von, wer macht das überhaupt? Polen, Russen, Tschechien? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Polen. Polen sind das, und die machen ja dieses Riesenprojekt. Und ich meine, da habe ich mal so eine Tabelle gesehen von denen in irgendeinem Forum oder so, wo die so eine Berechnung aufgestellt haben. Da war, glaube ich, 12 Jahre, einfach nur von ihren Berechnungen. Aber, wie gesagt, ich will jetzt mich nicht festlegen. Wir haben ja immer Universalgelehrte in dem Kommentarbereich, die können uns alles sagen. Also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass Roba realistisch dargestellt ist mit seinem grauen Zottelhaar. Ja. Und nicht mehr der Jüngste. Außerdem, was ist, wenn mit dem Eintreten in die Barriere der Held ausgewählt wurde als Innos Erwählter und dann hat Roba seine Jugend verloren und ist dann älter geworden. Also schneller gealtert. So wie ungefähr als Bilbo den Ring verliert. Ja. So, weißt du? Finde ich irgendwie seltsam, weil Zugen zum Beispiel, der ist ja immer noch der erwählte Belias in Gothic 3 und der ist jetzt auch nicht gerade vom Alter verschont geblieben. Ja, okay, aber der ist ja vielleicht schon so 1000 Jahre alt und dann dafür sieht er halt noch fresh aus. Fresh. Das geht, glaube ich, nicht, weil in der Schlacht von Varan wird Zugen halt nicht erwähnt und der wäre halt ziemlich wichtig, ne? Ja, was ist aber, wenn er 500 Jahre alt ist? Das könnte schon wieder sein. Ja, aber dann hat das mit dem König Robert I. nicht so viel Sinn, oder? Ja, das ist alles. Aber Zuben wird generell nicht erwähnt in den Gothic 1 Büchern. Oder ja, so, der kam in Gothic 3 auf einmal aus dem Nichts. Wir brauchen einen. Ja, nächste Frage. Ja, dann schreibt Herr X hier noch, wie alt schätzt ihr den Helden in Gothic 1, 2 und 3 und wie viel Zeit vergeht insgesamt? Liebe Grüße von mir und immer weiter so. Oh, was Ähnliches hatten wir ja schon mal, ne? Wir haben irgendwie gesagt, so Mitte 20 oder so, ne? In Gothic 1, oder? Ja, so Mitte, Ende 20. Also eine gewisse Grundreife hat er schon, aber er müsste noch ein bisschen jünger sein, weil der immer auch wieder gesagt, hey, kleiner und so. Das passiert auch noch in Gothic 2. Ne? Aber ich habe ja auch die Theorie, dass er vielleicht einfach auch in der Körpergröße nicht so groß ist. Und das war ja in Gothic 3 so, dass die Nordmara zu ihm gesagt haben, du bist ja ziemlich klein, als er eine Rüstung wollte. Und im Kloster gibt es auch diesen Dialog, wo dieser Altus meinte, ich dachte, du wärst irgendwie größer. Schade, dass sie das in der Gothic Engine nicht so dargestellt haben. Das ist ja irgendwie witzig, wenn der Held so, weiß ich nicht, Kopf kleiner als Gorn wäre oder so. Dann, ne? Es ist möglich. Ja. Sie haben es nämlich gemacht. Ich glaube, im Intro von Gothic 3 sieht man unterschiedliche Körpergrößen. Da ist der Held ein bisschen kleiner als Gorn und auch als Diego, meine ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
Ich weiß nur, dass Gorn ja zum Beispiel als groß beschrieben wird. Von Lee. Ne? Wenn man jetzt aber so zeitlich rechnet, okay, Gothic 1 geht los. Wie lange dauert es ungefähr, bis der Held da in der Barriere klar Schiff gemacht hat? Ich würde so sagen, 2 Monate, mehr nicht. Ja. Also ich hätte mir jetzt ein halbes Jahr gegeben. Weil der wollte sich ja bestimmt erstmal ins Feuer felsen oder sowas. Nee, also wenn man jetzt Gothic 1 spielt, dann mehr als bis zum 60., 70. Tag komme ich nicht. Und dann habe ich Gothic 1 durchgespielt. Und Gothic 2, dann liegt ja 3 Wochen unter Stein, ne? Das sind so 2,5, also fast 3 Monate quasi. Dann, sagen wir mal, dauert es nochmal 2,5 Monate, bis dann Gothic 2 durch ist. Also das wird schon mindestens ein halbes Jahr sein. Und dann die Ereignisse aus Gothic 3 noch zusammennehmen, das könnte vielleicht ein bisschen länger dauern. Da brauche ich schon manchmal ein paar Tage mehr. Ich würde sagen, höchstens ein Jahr, 1,5 Jahre. Hast du vorhin, also gerade eben gesagt, dass 3 Wochen 2,5 Monate sind, oder habe ich gerade verstanden? Das dachte ich auch gerade. Wochen ist also doch nicht mal ein ganzer Monat. Nein, ich habe gesagt, also 2 Monate für Gothic 1, dann bleibt er nochmal 3 Wochen unter Stein liegen und dann haben wir. Ach so, insgesamt. Haben wir ja so 2,5 Monate. Ah, okay, Monate. Ja, ich habe gerade verstanden, dass 3 Wochen 2,5 Monate sind. Also, ja. Nee, ja, alles gut, dann habe ich es jetzt verstanden. Ja, aber du könntest mit deiner Rechnung recht haben, denke ich auch, dass alles so in 1,5 Jahr bis 2 Jahren passiert. So, ne? Ja. Ich würde einen Helden aber übrigens irgendwie so auf Anfang 30 schätzen, so 30, 31 ungefähr. Von den Körpermaßen her und auch von seiner Gesichtstextur her. Das sieht halt schon aus, als hätte er schon ein bisschen was mitgenommen. Er hat auch einen Bart. Ja, genau. Und es ist auch Mittelalter. Wenn man da 30 ist, da ist man schon eigentlich tot. Nein, das ist ja übertrieben. Gothic mit Mittelalter real gleichzusetzen ist immer so eine Sache, vor allem wegen Magie und so weiter. Ja, ich meine nur Spaß. könnte ich mich auch drauf einlassen. Ich glaube, ich hatte so gesagt, dass er in Gothic 1 so vielleicht 25 bis 28 ist und dann bei Gothic 3 sieht er ein bisschen älter noch aus, finde ich. Da sieht er auch so ein bisschen stämmiger noch aus, ein bisschen älter. Da finde ich, da wird so 30, 32 so. Ja. Ich finde, er sieht aus, als hätte er sich Luftballons in die Arme gesteckt. Aber der hat ziemlich heftige, so richtige Testo. Ja, das sieht. Der hat wahrscheinlich nur Bizeps-Girls gemacht über die ganze Schifffahrt nach. Der hat den Goldhaufen hochgehoben, jedes einzelne Mal. Du meinst, der hat Leg Day geskippt immer, oder wie? Ja, aber seine Beine sieht man ja nicht. Aber die Arme sind halt schon heftig. Also wenn er keine Rüstung trägt, da sind die. Vor allem, ich hätte mir immer gewünscht, dass er dann diese dicken Arme auch behält. Dass man, egal welche Rüstung, dass er seine Grundstruktur behält. Dass man auch dann, weil viele Rüstungen haben ja so T-Shirt, so. Also da sieht man die Arme. Und dann hat er eigentlich so andere Arme dann immer. Weil ist halt so eine komplette Körpertextur, die dann immer übernommen wird. Stimmt, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Muss ich mal genauer drauf achten. Ja, und bei Gothic 3 ist das schon heftig. Er sieht ja aus wie so ein richtiger Bodybuilder. Ja, das stimmt schon. Naja, also ich meine, es ist ja auch, ist ja eigentlich auch irgendwo logisch, weil man begründet ja mit, der Held hat ja über die Schifffahrt ja nicht seine komplette Stärke verloren. Zumindest in einem Interview wurde das ja gesagt, der hat ja nicht seine Stärke verloren. Man musste nur überlegen, wie setzt man jetzt die Stärke von Gothic 2 auf Gothic 3 an, damit es halt realistisch ist. Und dann ist es schon klar, dass er halt so einen krassen Bizeps hat, wenn du halt in Gothic 2 irgendwie 200 Stärkepunkte hattest. Krassen Zweihänder so, dann kannst du den nicht in Gothic 3 wieder wie so ein Lulatsch aussehen lassen, der wieder von vorne muss schon aussehen wie so ein Brecher, ja. Richtig, und da muss er halt auch schon eine gewisse Waffe haben, ein gewisses Attribut-Level muss er dann schon haben. Ich glaube, man startet ja auch irgendwie mit 100 Stärke oder 50 Stärke oder so. Ja, das Problem ist halt nur, dass du mit den 100 Stärke keinen Wolf one-hittest und deswegen fühlt sich das schwach an. Aber man muss ja irgendeine Lösung finden, man könnte ja nicht wieder komplett resetten. Ne, das wäre ja auch. Ja, dumm, genau. Ne? Aber eigentlich fängt er bei 0 an, da wird einfach gesagt, er kann schon ein bisschen was. Ne? Und der hat ja auch den Ork-Schlechter, der in Gothic 2 eine richtig starke Waffe war. Und nur man musste jetzt halt quasi auf das Balancing so basteln, dass man halt noch ein Level hoch muss, quasi, um mithalten zu können. Ja. Ich hätte da wahrscheinlich eher einen Schiff angesetzt, damit er einfach zumindest seinen ganzen Kram nicht mehr hat. Ja, egal. Den Risen quasi. Ja. Aber gut, die haben ja Piraten umgesetzt. Aber es wäre aber auch witzig gewesen, wenn sie das als Easter Egg so und dann wird er angespült irgendwo und dann sagt er, oh, ich habe das Gefühl, als hätte ich 3 Wochen unter Stein gelegen. Wieder. Oh, es ist schon 3 Wochen unter Wasser gelegen. Here we go again, einfach. Ne? Einfach so ein Running Gag einfach in jedem Gothic. Und dann ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen Gothic 4 wieder einfach. Ne?
Na, oder er sagt so, in Gothic 2 sagt er so, ich fühle mich hier 3 Wochen unter Stein gelegen. In Gothic 3 sagt er dann, ich fühle mich hier 3 Wochen am Strand unter Muscheln gelegen. Und in Gothic 4 sagt er dann irgendwas anderes. Ja, aber es müssen immer die magischen 3 Wochen sein, wo man alles vergisst. Genau, es müssen immer 3 Wochen sein, wo er irgendwo drunter gelegen hat. So. Ja. Unter Schiffsteilen. Ich habe 3 Wochen unter Schiffsteilen am Strand gelegen. Was ich so merkwürdig finde, einfach jetzt nochmal zur Frage. Wenn man 3 Wochen unter Stein liegt, ne, klar, dann ist man körperlich am Arsch. Ne? Also jetzt mal ehrlich, dann liegt man da, die Knochen sind zerdetscht und so. Aber hat man all sein Wissen vergessen, was man vor sich angeeignet hat? Hat man vergessen, wie man Tiere enthäutet? Hat man vergessen, wie man... Also muss man eine richtige Amnesie haben, da muss ein Stein aber auf den Kopf gefallen sein. Weil wenn er jetzt nur körperliche Schwächen hätte, dann hätte er aber sein ganzes Wissen eigentlich noch haben müssen. Dann müsste er die sich Sache ist körperlich aber die, wieder aufrappeln. Dass er, ne? Ja. Die Sache ist die, dass er während der gesamten Zeit nicht trinken konnte. Und sie ist total dehydriert und natürlich schaltet sein ganzer Körper dann ab. Kein Wunder, dass sein Gehirn nicht mehr genug hat. Das schaltet ab, das löscht dann Sachen, um den Speicher quasi runterzufahren und. Aber das kann man ja so auch nicht sagen. Vielleicht hat er unter seinem Steinhaufen, wir wissen doch, wie voll das Inventar am Ende von Gochen mit Schnaps und Wasser. Du meinst, der hat Lefty noch 30 Flaschen geklaut. Ja, 20 Flaschen Bier. Und dann liegen die da unten und er hat immer ein bisschen geschlürft. So, ja, und so der hatte nicht die Kraft, sich dann seine Rüstung führt irgendwie so. Ja, man hört das so. Das wäre so witzig, man hört das so. Und dann so zwischenzeitlich so ein richtig emotionsloses Hilfe. Sah da so wie raus. Ja, sorry, ich baue hier noch. Ja, genau, das ist ja auch noch eine Sache. Das habe ich auch in jedem meiner Let's Plays angesprochen am Anfang. Ganz ehrlich, sah das so 3 Wochen später. Wieso hat er ihn nicht direkt da rausgeholt? Wieso dachte er so, ich habe jetzt erstmal ein Bauprojekt? So, weißt du? Das macht keinen Sinn. Vorsicht, Baustelle, hier kannst du nicht reinbauen. Ich muss ja, sorry. Weil er dachte sich vielleicht, es ist außerdem, die ganze Turmsache mit Xas habe ich sowieso noch nie verstanden. Ich bin im Exil, baut sich den fettesten Turm auf einen Berg, den man von überall aus sehen kann. Das ist ja noch so ein Punkt. So, weißt du, er will ja eigentlich irgendwie immer kompensieren, ne, mit irgendwas anscheinend. Er will sich immer den dicksten Turm irgendwo hinstellen und dann sagen, ich wohne im Exil. Dann wäre er doch lieber da unten ins Tal, in die Höhle gezogen, weil seine Dämonen können ja auch wahrscheinlich den Untergrund ausbuddeln. So, ne? Und dann hätte er sich lieber ein Höhlensystem gebaut, wo ihn keiner findet. Aber ich glaube, er muss immer protzen. Er muss auch so sagen, er konnte den Helden, ich kann doch den Helden jetzt nicht hinholen. Ich habe ja noch nicht mal ein Wohnzimmer. Und dann braucht er. Was bin ich denn für ein Gastgeber? Eben. Ne, aber das mit dem Turm, ich durch mein Gothic 2 Classic Let's Play jetzt gerade, merke ich das halt auch. Ich bin auf Loards Hof, ich sehe als erstes Xalas Turm. Ich bin in der Stadt, ich sehe Xalas Turm. Ich bin auf dem Weg zu Onas Hof, keiner, ich sehe Xalas Turm. Keiner fragt sich, da müsste doch sofort ein Trupp, weißt du, der ist innerhalb eines Tages entstanden. Ne? Da müsste doch sofort ein Trupp Paladine da hoch. Ne? Und wenn die dann zum Beispiel von Xalas Dämon umgebracht worden wären, wenn man da draußen so ein paar tote Paladine gefunden hätte, dann hätte ich gesagt, ja gut, dann wäre das schon mal geklärt. Dann trauen sich die Paladine nicht mehr dahin. Und die Feuermagier haben vielleicht gesagt, ey, geht da nicht hin. Da wohnt Xalas, Mann, mit dem wollen wir keinen Stress. Spaß wir nicht, ja. Wo du das aber gerade erwähnst, der hat den Turm wirklich in einem Tag erbaut, das sagt der Lester. Ja, richtig. Problem ist, was hat er die restlichen 3 Wochen getrieben? Ja, wirklich, ne? Erstmal Varant am Strand, weil er kann sich ja teleportieren, wissen wir. Erstmal nach Varant teleportieren. Weil zu der Zeit war natürlich der Krieg soweit ausgebreitet, da war ein bisschen noch chillig. Hat er mit Zuben da vielleicht noch gechillt? Nein, keine Ahnung. Ja, ich meine, Zuben hat ja einen Pool, ne? Also. Ja, richtig. Boah, in seinem Palast, Alter. Ey, das ist so ein geiler Palast, Mann. Das wäre so geil, wenn der Held aber gefragt hätte, was hast du eigentlich die letzten 3 Wochen gemacht, Xalas? Und er so, ja gut. Hab ich gesagt, dass ich dich direkt hier raushole? Ja gut, das habe ich, aber... Ja. Oder er ist einfach zu jedem einzelnen Punkt in Korinus gegangen und dachte sich so, nee, hier will ich nicht stehen haben. Vielleicht hat er ja auch... Nee, da fällt mir auch nicht, nee, der Grashalm da ist schief. Eben. Und hat er 3 Wochen gebraucht, um sich zu entscheiden. Vielleicht hat er auch kein Grundstück erworben bekommen, ne? Weil die Grundstückspreise waren hoch, er musste erstmal 3 Wochen gucken. Da kam Ona so, ne, Xalas, so läuft das aber nicht hier, ne? Ona gehört einfach ganz Korinus. Ja, Ona wollte wahrscheinlich eine fette Pacht haben irgendwie. Ja. Ah, oh, herrlich. Alter.
So geil, Mann. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man darüber so eine Theorie, so, dass man die so witzig halt so aufstellen kann irgendwie und so darstellen kann. Das ist so geil. Das Geile ist ja auch, man merkt halt, Gothic hat viele Logiklücken, aber wir Gothic-Spieler sehen da immer durch diese rosarote Brille. Und ich habe das auch so ein bisschen abgelegt und ich erwähne ja auch ständig irgendwas, was mir nicht passt, ne, in Gothic. Weil man kann viele Dinge sehr leicht beheben. Beim Gothic 3 zum Beispiel am Anfang, warum weiß Gorn, wo Redok ist, ne? Das macht ja auch keinen Sinn. Und dann könnte man ja sagen, das habe ich nämlich vorgeschlagen, so, wieso geht der Held nicht runter zu Lester? Gorn sagt in der Zwischenzeit, ich kundschafte die Gegend aus. Problem gelöst. Ja. Da kommt man hoch, sagt Gorn, ich habe ein Rebellenlager gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. Problem gelöst. Das wäre ganz einfach. Aber manchmal, weiß ich nicht, ist da irgendwie so, da siehst du wirklich das Zeitproblem. Weil früher, ich meine, Piranha Bytes hat bei Gothic 1 an, was ist, wenn jemand den Brief rauswirft, gedacht? So, wo was keiner macht. Aber in Gothic 3 sind so diese oberflächlichen Probleme dann da, ne? Ja. Aber wir schweifen ab, glaube ich, mal die nächste Frage aus. Ja, das ist auch richtig. Ja, also ich habe zwar jetzt hier noch vier, aber so, das soll ich, glaube ich, für eine Viertelstunde nicht reichen. Soll ich paar Discord-Fragen noch? Ja, mach mal Discord weiter. Ja. Bui Bui fragt oder schreibt, interessieren euch Let's Roleplays und habt ihr mal Lust, eins zu starten? Habe Gothic bisher erst, also zu Gothic erst bisher eins gefunden und war sehr interessant. Der Spieler denkt sich in die Spielfigur hinein und handelt aus deren Sicht, fällt zum Beispiel auf Tricks rein, wie mit Grimm und dem Amulett, und ist dann auch wirklich überrascht. Er überlegt, das Schutzgeld zu bezahlen oder nicht, aus welchem Lager er beitreten soll, gibt dem Spiel nochmal eine eigene Erfahrung und ja, ist ähnlich dem ersten Durchlauf, wo man nichts wusste. Ja, was hältst du davon, Koga? Also ich versuche in meinen Let's Plays das auch so zu machen, gerade jetzt im Classic-Durchlauf, den ich gerade mache, aber es ist so schwierig, da unbefangen oder so zu simulieren, dass man unbefangen Moment, aber ist. Er meint ja, er geht ja noch einen Schritt weiter. Du redest, du kommentierst nicht als Kommentator, als Kuka, du kommentierst als der Protagonist, als der Held. Das meint er. Und das, okay, also damit kann ich persönlich nichts anfangen, ich könnte auch gar nicht ernst bleiben. Ich bin ja immer in meiner erhöhten Position so der Spieler und kann auch mal rummeckern und sagen, ja, das gefällt mir nicht und hier, ne, so. Das gefällt einem ja gerade als Let's Player, dass man einfach so seine Gedanken einfach da frei rausquatschen kann. So geht's mir zumindest. Und so Roleplay, wo ich das wirklich geil fänden würde, stell dir mal vor, Christian Wewerka macht ein Gothic-Let's Play. und er kennt das Spiel vielleicht nicht, spielt zum ersten Mal und dann spricht er einfach und kommentiert so in der Rolle des Helden und er hat ja die Stimme und das wäre übel geil. Ich glaube, das wäre heftig, wär Alter. Geil. Boah, wenn er nicht gleich sein blödes Maul hält, laufe ich aber. Ja. Genau so. Das wäre so geil. Aber was mir gerade einfällt, also wo ich das auch aktiv mache oder betrieben habe, ist ja bei den Roleplay-Servern. Da bin ich ja wirklich in meinen Charakter quasi geschlüpft und habe ja wirklich als Tim quasi gespielt, nur mit einem anderen Pseudonym. Und habe das ja wirklich so gemacht, aber halt mit anderen Spielern und nicht mit NPCs. Ja, ist nochmal was anderes, aber geht ja in die Richtung richtig Roleplay. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich kann dieses Roleplay bis zu ein Stück weit, ich kann mich darauf einlassen, aber ich kann das nicht so ganz so ernst nehmen. Ne, was ist für mich immer, aber manche Leute nehmen das ja sehr ernst. Und wenn man dann zwischendurch irgendwie was macht, da hast du ja auch schon mal gesagt, dann bestrafen sie dich auch in einem Roleplay. Also du kriegst eine Strafe, die auch in deinem Spiel realistisch wäre und so. Also es geht schon sehr weit. Viele Leute haben ja ihr halbes Leben da so. Und also dieses Thema haben schon viele Streamer auch angesprochen. Es gibt ja GTA 5 Roleplay und da sind auch viele so, die treiben das viel zu weit, weil die heiraten dann in-game und treffen sich dann auch regelmäßig und so. Weißt du, so die gründen da teilweise Familien im Spiel und nehmen das so ernst. Und das finde ich schon krank irgendwie. Also wenn das alles auf einer gewissen Metaebene funktioniert, wo man halt weiß, okay, es ist ein Spiel, es ist nicht das richtige Leben, dann finde ich das in Ordnung. So, ich habe ja die Roleplay-Server halt für Gothic halt auch gespielt und habe da halt auch das mit dem nötigen Respekt halt betrieben, auch mit gewisser Achtung vor anderen Spielern, die das halt auch ernst nehmen so. Aber ich habe immer gewusst, okay, es ist nur ein fucking Spiel und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann höre ich halt einfach auf.
Ne? Und ich glaube, da gibt es leider wirklich ein paar, die es dann halt doch ein bisschen zu eng nehmen und auch alles persönlich nehmen, was dann im Spiel passiert. Ja. So. Es gibt viele, die das nicht können. Die können nicht dieses OOC vom RP trennen, also dieses Out of Character. Weil wenn im RP irgendwie gegen die geshootet wird, gegen den Ingame-Character, dann nehmen die das halt persönlich. Ja, das ist halt total blöd, und dann gehen die sich im Forum gegenseitig an die Gurgel und so. Also das finde ich dann auch nicht. Das finde ich auch total albern, weil im Endeffekt geht es darum, um Spiel und das eigentlich was sein sollte, was einem Spaß macht und dann ist man deshalb sauer und beleidigt. Das ist der völlig falsche Weg. Dann. Richtig. Ich fand RP mal ziemlich cool, aber es kann auf Dauer echt anstrengend sein, je nachdem, wie man die Figur spielt. Weil wenn man nicht diesen typischen, der es jedem einzelnen recht macht, spielt, dann hat man eigentlich immer Probleme, die einen auf kurz oder lang demotivieren. Egal, ob man jetzt ein extremer Profi ist oder ob man nur ein Laie ist. Und deswegen sehe ich das eher kritisch. Das kann man vielleicht mal kurz machen, aber es wird auf kurz oder lang ziemlich eskalieren. Ja. Ich habe da zu viel Erfahrung gemacht, leider in dem Sinne. Ja. Gut, ich würde sagen, ich mache noch eine Frage und dann klinke ich mich aus. Dann könnt ihr vielleicht noch weitermachen. Oder? Ich würde dann wahrscheinlich schließen. Okay, ja. Ja. Okay, Forza 64 schreibt: Hi Jorgensen, ihr habt im letzten Podcast mal Gothic 4 erwähnt. Was ist im Allgemeinen eure Meinung darüber? Und du hast es ja nur einmal gespielt, um mitreden zu können. Weil die Kritik war ja schon immer schlecht über diesen Teil. Liebe Grüße. Ich habe vor, Gothic 4 bald nochmal zu spielen. Sehr bald. Also neben Projekt. Und da würde ich sagen, ich mache mir nochmal ein Bild dazu und dann kann ich auch ein bisschen genauer drauf eingehen. Weil ich will auch nicht so voreingenommen da rangehen. Ich will auch die Sachen sagen, die ich gut finde und auch was schlecht ist. Aber dafür müsste ich nochmal spielen. Das ist einfach jetzt das Spiel, weiß nicht, vor 10 Jahren habe ich das mal gespielt. Ne? Als es rauskam. Mhm. Und dann auch so eine gecrackte Version und keine Ahnung, was da los war. Aber dann spiel noch das Add-on Fall of the Tarif um die gesamte. Ich habe mir beides gekauft bei Steam, ja. Ja, okay. Ja, habt ihr noch irgendwas zu Arcania zu sagen? Ja, ich schon, aber ich lasse der Dame erstmal den Vortritt. Arcania habe ich selber gar nicht gespielt. Ich habe nur die ganzen berüchtigten Hate-Videos gesehen. Ich halte mich da eher raus. Also, ich würde es tatsächlich gar nicht anfassen wollen. Aber ich würde auch nicht dann offen gegen haten, weißt du, das ist halt so ein Spiel, bei dem ich mir denke, das lässt du mal an dir vorbeigehen und dann ist auch wieder gut. Ja. Muss nicht sein. Also ich sehe es aber nicht als Gothic. Ich glaube, das tut keinen. Ja, genau. Das ist der richtige Punkt so. Finde ich auch gut, dass du nicht darüber hatest, weil du ja kein persönliches Bild dazu hast. Das finde ich auch gut. Ich habe es gespielt, auch mehrmals und auch ein Let's Play dazu gemacht und ich muss sagen, ich teile da Björns Meinung dazu. Ich habe mich da auch mal mit dem dazu ein bisschen unterhalten. Der hat das ja auch gespielt. Es ist ein nettes Rollenspiel, aber mit Gothic hat es halt wirklich absolut gar nichts mehr zu tun. Es vertritt keine Tugenden mehr, die das Rollenspiel irgendwie ausmachen würden. Und deshalb sehe ich das auch nicht so ernst. Also ich bewerte das Spiel auch nicht wirklich ernst. So, ich sag mir, okay, es ist ein nettes Spiel, das kann man mal spielen zwischendurch, aber mit Gothic ist es halt nicht konkurrenzfähig. Und so gesehen, was aber ganz cool ist die Grafik. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das ist ganz cool. Das Kampfsystem ist auch ganz nett so, aber Story ist halt einfach keine da. Und die Art und Weise, die es erzählt wird, ist auch nicht da. Und Charakterentwicklung ist halt auch nicht da. Du gehst da halt in so einem Schlauchlevel da lang und bist da mal in jedem Gebiet und machst da 5 Quests und dann geht's weiter und dann hast du es in 10 Stunden, 20 Stunden durchgespielt. So, es ist, ja, ich weiß nicht, also mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht so wirklich sagen. Ist halt einfach, es ist da und es ist aber wie das, es wird stiefmütterlich behandelt auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch ein gutes Schlusswort eigentlich. Ich wie gesagt, ich spiele dann das nochmal, dann kann ich ja vielleicht meine Meinung in ein paar Wochen dann nochmal dazu sagen. Erstmal stimme ich dir zu. Ich würde dann sagen, machen wir vor dem Feierabend. Ja. Danke für dein Kommen, Bisasam. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt, auch wenn es ein bisschen kurzfristig war. Ja, aber du... Ja, egal. Alles gut. Ich meine, dass ihr das dann auch so kurzfristig machen könnt, das finde ich super. Also, ich fühle mich auch geehrt, dass ich hier dabei bin. Ihr seid ja mittlerweile in der Community ziemliche Koryphäen und da macht man doch gerne mit. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Du kannst immer wieder gerne mal in Zukunft vorbeischneiden. Es ist immer schön, auch mal eine weibliche Meinung zu den ganzen Gothic-Themen zu hören, weil ihr Frauen seid in der Unterzahl in der Gothic-Community. Es sind mehr, als man denkt, aber es sind... Die sind noch in der Unterzahl.
Ja. Ich habe auch schon versucht, ein paar zu überreden, aber es funktioniert irgendwie nicht so. Ist ja auch schwierig, heutzutage noch jemanden dafür zu begeistern. Gerade, ich glaube, viele Mädels machen sie sowieso nichts aus Computerspielen. Also, obwohl das auch schon besser geworden ist, sag ich mal. Aber bei Gothic ist dann auch so, was hat das eigentlich, was eine Frau jetzt begeistert so? Immersion, das können wir auch als weibliche Spieler haben. Ich meine aber so der Grundkern, warum man da dran geht. Mein Mann denkt so, geil, dicke Rüstung, Schwerter, Mittelalter, geil, so, weiß nicht. So, aber ich denke mir, Mittelalter-Fantasy-Immersion geil. Ja. Dicke Rüstung ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, aber der Rest ist schon geil. Und dicke Fresse, weiß ich nicht, kommt ja vielleicht auch nicht bei jedem so gut an. So. Ja, ich spiele auch eher passiv, wenn ich da die Wahl habe, tatsächlich. Ja. Aber egal, also wir schweifen ab. Ja, also ich bewerte das einfach anhand meiner Zuschauerschaft und da Gothic einfach mein Hauptcontent ist und ich dann sehe in Analytics, okay, ja, ich habe jetzt 2,4% weibliche Zuschauer, dann ja, teile ich Jorgensons Meinung darüber, dass das Frauen halt nicht so wirklich interessiert, so einfach. Ja. Ja. Oder ob es an mir liegt, ob ich einfach zu hässlich bin, das kann natürlich auch sein. Also, ja, oder sind falsche Angaben gemacht worden bei der Registrierung. Ja, oder so. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich habe aber auch ca. 2%. Ja, aber wir danken. Echt? Cool, okay. Bei dir dachte ich, du hast eigentlich mehr. Aber, nee, es ist auch... das ist ja auch immer eine Momentaufnahme von, ne? Also diese... Ja, aber ich glaube, aktuell sind auch um die 2%. Ne? Ja. Also viele Boys da draußen, Würstchenparty. Ja, aber Würstchenparty in Corona-Zeiten nicht so gut. Bleibt gesund. Wascht euch die Hände. Schaut im World of Gothic gerne mal vorbei, was Bisa Sam dort an Modarbeit geleistet hat. Ladet euch gerne mal ihre Mods runter, spielt die auch gerne mal. Und ja, wir danken wieder recht herzlich für eure Teilnahme hier. Es sind jetzt noch Kommentare offen. Wie gesagt, wir kämpfen uns durch und wir versuchen nichts zu vergessen. Dann würde ich sagen, alles wird gut. Wir sprechen uns. Auf Wiedersehen.